Hallo und herzlich willkommen zum nächsten TKKG-Teil. Wir sind mittlerweile bei Teil 11 angekommen, 11 von 16. Das heißt, wir nähern uns mit großen Schritten dem Ende unserer TKKG-Reihe. Wir haben schon wilde Dinge gesehen in den verschiedenen Teilen, die wir schon durchgespielt haben. Das letzte Mal hat eine neue Ära begonnen, also jetzt ist auch das Design so ein bisschen anders. Und es wurde prophezeit, dass es ganz, ganz schlimm wird in dieser neuen Ära. Aber der letzte Teil hat mir eigentlich ganz gut gefallen, weil das ein bisschen alles linearer ist als davor, wo man sich teilweise eine halbe Stunde random Sachen angeklickt hat, bevor man zufällig weitergekommen ist. Von daher bin ich gar nicht so traurig, dass es jetzt alles ein bisschen linearer aufgebaut ist. Ich erinnere mich gar nicht mehr, was das letzte war. Das letzte war das, die Erpressung an der Schule. Die ganzen Schulpranks. Sag ich mal, Prank in Anführungszeichen, weil das war schon. Also, man hätte schon Anzeige erstellen können für einiges. Und Fabienne Schäfer bitte ins Sekretariat, das war der Spruch des Letztens. Das mit dem Brunnen, genau. Und jetzt haben wir TKKG Film ab. Heißt die Folge jetzt hier. Ob wir jetzt einfach nur Urheberrecht im Lexikon nachschlagen und da irgendwas mit Sollmecke aufklären oder ob es wirklich irgendwie Schauspieler hat irgendwas geklaut. Meistens klaut ja irgendwer irgendwas. Manchmal Gabi. Und dann gucken wir mal, was da so abgeht. Aber ich habe eben schon gesehen, neues Mitglied machen wir, wenn es um Filme geht. Da müssen wir selbstverständlich Nesthocker heißen. Der beste Film, ARD-Fernsehfilm, den es gibt, kann ich nur mal empfehlen, den zu gucken. Und wir machen das jetzt mal ganz schnell wieder. Achtung. An einem frostigen Nachmittag treffen Karl und Tim auf ein weiteres Mitglied von TKKG. Gabi Glockner. Hast du Zeit oder musst du noch für Soko poppen? Soko? Ach so, Sozialkunde. Es ist heiß hier, oder? Soko? Ja, ja, ich bin auf dem Weg zu Klößchen. Wir wollen zusammen lernen. Ich habe mich gerade nur ein bisschen ausgeruht. Mir ist irgendwie so komisch. Und puh. Und? Hallo, Erde an Gabi. Ach, ich muss euch was erzählen. Ihr glaubt ja gar nicht, wer vorhin hier auf unserem Schulhof war. Sven Eberling, ich meine Mikey Hobler. Das ist der, der den Sven Eberling aus der Fernsehserie Liebe macht Laune spielt. Ihr kennt ihn bestimmt. Nun hör erst mal Tiefluft, Gabi. Hast du Kaffee getrunken oder wieso bist du so aufgedreht? Kaffee? Wie kommst du auf Kaffee? Nee, mir ist nur ein bisschen schlecht. Also ich bin mir zu 99% sicher, dass das vorhin auf dem Schulhof Mikey Hobler war. Oh, Gabi, beruhig dich. Was willst du mit diesem Schönling aus der Fernsehserie? Ich weiß, du kannst ihn nicht leiden, aber ich finde, er ist wirklich ein toller Schauspieler. Und er war hier. Boah, ist mir heiß. Allerdings trug er eine Sonnenbrille und hatte so ein merkwürdiges Muttermal an der linken Schläfe. Das war mir im Fernsehen noch nie aufgefallen. Na, vielleicht war er es doch nicht. Bestimmt war er das nicht. Klassischer Smalltalk. Muttermale können nicht kommen und gehen, wie sie wollen. Aber fürs Fernsehen wird Mikey doch geschminkt, Mensch. Nein, er wollte sich bestimmt einfach mal ganz ohne Schminke und das Volk mischen. Und wir haben ganz normal über die Schule geplaudert. Dort, am Baum. Falls es überhaupt wirklich dieser Typ aus der Serie war. Ich meine, Liebe macht Laune. Sind die noch zusammen oder was ist das gerade? Wer in so einer beknackten Seifenoper mitspielt, hat andere Interessen und macht um jede Schulbank einen weiten Bogen. Ich glaube schon, dass es Mikey war. Er hat mir so einen Vitamin-C-Bonbon angeboten. Und so kamen wir ins Gespräch und ach, ist mir schlecht. Ein Bonbon? Bist du sicher, dass es Vitamin C war? Du siehst ganz blass aus und bist so komisch. Mensch, Gabi. Und wenn das am Ende kein Vitamin C, sondern eine Droge war? Du weißt doch, dass sich diese Drogendealer manchmal an Schulen rumtreiben. Ach, Quatsch. Mikey ist Schauspieler, kein Dealer. Das eine schließt das andere doch nicht aus. Wie geht das schon wieder los? Gabi? Oh, das ist alles in Ordnung? Puh, mir war eben bloß etwas schwindelig. Das wird am Prüfungsstress liegen.
Oh, ist mir übel. Na, ich muss jetzt auch gleich los. Tim, der Sache gehen wir aber nach, oder? Mhm. Tim und Karl sind um Gabi sehr besorgt. Sie hatte sich merkwürdig benommen. Ob es wirklich nur ein Vitamin-C-Bonbon war, das Gabi angeboten wurde? Ja, warum sollte er ihr denn einfach so eine Droge geben und dann weggehen? Hä? Ach du meine Güte. Leute, ich glaube, es ich glaube, es wird wieder wild. Also allein dieses erste Gespräch, das ist doch schon wieder komplett bescheuert. Was habe ich eben gelesen? Die Stimmen von Howard und wie von Big Bang oder was? Was wurde hier geschrieben? Von Howard und Penny aus Big Bang? Ist das wirklich so? Ja, es kann sein, dass sie die Stimmen geändert haben. Das kam mir gerade auch ein bisschen anders vor. Und Detektiv Conan? Aber auch ein bisschen. Warum sollte denn ein Schauspieler auf den Schulhof kommen und dann einfach einer random Schülerin ein Drogenbonbon geben? Also, aber ich sag nix. Ihr kennt es ja von den anderen, ja, warum nicht? Ihr kennt es ja von den anderen TKKG-Teilen. Die Story ist manchmal wild. Wir gehen hier erstmal auf Info. Hallo, ich bin Tim, eigentlich Peter Carsten. Ich gehe in die 9B des hiesigen Internats. Nachdem mein Vater vor ein paar Jahren bei einem Unfall ums Leben kam, wohne ich auch im Internat. Ich liebe sportliche Herausforderungen. Zurzeit reden wir in der Schule über Berufsziele. Da fiel die Bezeichnung Stuntman. Ich würde gerne für einen Schauspieler einspringen, wenn es für ihn brenzlig wird. Wow, ich sollte mal in der Branche vorfühlen. Stimmt, etwa das Statist. Ist Conan, ne? Ein wenig Kohle, Gage, käme gerade recht. Ich frag mich nur, wieso es die untalentiertesten Schönlinge in Seifenopern sind, die so tierisch absahen. Wenn ich etwas hasse, dann ist das Ungerechtigkeit. Okay. Wie ist es vom Ton? Passt da alles für euch? Ich glaube, wir haben jetzt hier in den neueren Teilen ein bisschen mehr Sachen zum Einstellen. Ich sehe Volume. Alles super, okay. Dann gucken wir erstmal, weil wir hatten beim letzten Teil, haben die hier so ein paar Infos gegeben, die dann auch noch später wichtig waren. Also beim letzten Teil hat zum Beispiel Karl gesagt, dass er gerade einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht hat und das war dann noch wichtig. Mein Name ist Karl Vierstein. Ich werde auch der Computer genannt, weil ich alles so gut in meinem Gedächtnis abspeichern kann. Ich gehe mit Tim, Klößchen und Gabi in die 9B des Internats. Ich wohne aber zu Hause, bei meinen Eltern. Mein Vater ist Professor für Mathe und Physik. Fast täglich liegen mir meine Mitschüler in den Ohren, ich solle mich für eine dieser Quiz-Sendungen im Fernsehen bewerben. Mir bricht schon allein bei dem Gedanken, im Scheinwerferlicht zu sitzen, der Schweiß aus. Andererseits wäre das eine gute Gelegenheit, mal den Erwachsenen zu beweisen, dass nicht bei allen Jugendlichen der Bildungsnotstand ausgebrochen ist. Okay, wir haben so ein bisschen natürlich Gegenteil von Karl und Tim. Der eine will gerne Stuntman und im Rampenlicht stehen, der andere überhaupt nicht. So, was hat Klößchen zu sich zu sagen? Mein Spitzname ist Klößchen, weil ich so dick bin. Eigentlich heiße ich Willi Sauerlich. Meinen Eltern gehört eine alte Schokoladenfabrik. Sie leben in einer schönen Stadtvilla. Aber ich teile mir lieber ein Zimmer mit Tim. Wir nennen es Adlernest. Trotzdem muss ich ab und zu in die Villa, um auf sie aufzupassen. Meine Eltern sind nämlich auf einer Tagung in Südamerika und unsere Haushälterin ist verhindert. Gabi und ich wollen die Zeit nutzen, um in Ruhe an unserem Referat zu arbeiten. Thema? Die Obdachlosen. Wenn ich mir vorstelle, im Winter kein Dach über dem Kopf zu haben, das wünsche ich niemandem. Okay, die Armen. Ich bin Gabi Glockner und werde die Pfote genannt, weil ich mir von jedem Hund die Pfote geben lasse. Von meinem eigenen Hund Oskar trenne ich mich nur, wenn ich mit Tim, Karl und Klößchen in der 9B des Internats sitze. Oder wenn es zu kalt ist, um etwas mit ihm gemeinsam draußen zu unternehmen. Am liebsten kuschel ich bei der Eiseskälte mit Oskar auf dem Sofa und sehe mir Liebe macht Laune an, meine Lieblingsserie. Die gibt es täglich. Am besten gefällt mir Sven.
eigentlich Maiki Hobler. Das ist der Darsteller von Sven. Der sieht gut aus und findet immer die richtigen Worte. Ja, ich bin gespannt. Wir hatten einen Teil, wo wirklich Tim und Gabi sehr viel, sehr viele Küsse abgesetzt wurden, wie Walle sagen würde. Jetzt bei diesem Teil wirkt es so ein bisschen, ja, wissen wir nicht. Wo sind wir da jetzt? Sven. So. Gabi geht es gar nicht gut. Angeblich hat sie nur einen Vitaminbonbon gegessen. Somit haben wir nichts in der Hand. Oder, das mag ich auch ganz gerne, dass wir jetzt hier immer so Notizen angucken können, wenn wir nicht weiterkommen. Dass man so ein bisschen merkt, okay, das nächste, worum wir uns kümmern könnten, wäre jetzt offenbar Gabi zu beobachten, weil diesen beiden sind ausgegraut. Das heißt, wir können im Moment nur Tim und Karl spielen. Das ist eine hippe Tasche, du. So krass Musikwechsel hat man, glaube ich, noch nicht. So, und auch neu ist jetzt hier, dass wir auf der Karte so ein bisschen nicht random Orte auswählen, wo wir jetzt mal gucken können, ob wir vielleicht irgendeinen Hinweis finden, sondern das schon ein bisschen vorgegeben ist. Okay, als erstes könnten wir bei der Villa Sauerlich vorbeigucken oder im Internat. Okay, gucken wir erstmal im Internat. Mann. Gut, dass mich das tägliche Sporttraining gegen die Kälte abgehärtet hat. Ich frage mich nur, wie Gabi so lange draußen mit diesem Typen plaudern konnte. Vielleicht ist bei ihr eine Grippe im Anmarsch und sie fühlt sich deswegen so schlecht. Stimmt, das ist natürlich unmöglich, sich mehrere Minuten im Winter draußen mit jemandem zu unterhalten. Das ist verdächtig. Würde ich auch mal so sehen. Moment. Kann man hier irgendwas? Nichts Auffälliges zu sehen, oder? Die Schachtel lag doch schon gestern hier. Nur Sonnenblumenkerne, die aus dem Futterhäuschen gefallen sind. Laub. Sonst nichts. Wer den Pfennig nicht ehrt? Na gut. Komm ich denn wieder weg? Hilfe! Achso. Okay, hier ist die besagte Toilette, wo im letzten Teil heimlich gefilmt wurde. Huch. Eine Pille? Was, wo? Ach nee! Da liegt noch was, warte mal. Das kann ich mit ihm da nicht mehr. Ich guck mal mit Karl nochmal. Boah, ist das kalt. Ich weiß schon, warum ich im Winter frisch gepressten Orangensaft trinke. Ohne diese tägliche Ration Vitamin C würden meine Abwehrkräfte auf Null sinken. Ich frage mich, ob Gabis Bonbon tatsächlich nur dieses Vitamin enthielt. Keine Schuhabdrücke. Und wohl auch sonst nichts von Belang. Wo sind denn hier Pillen? Was ist das hier? Oh, was ist denn das? Meine Güte, ey, habt ihr Augen? Spirali? Eine merkwürdige Tablette. Wenn ihr ein Dealer war, könnte er sie verloren haben. Wer von euch hat heute schon ein, zwei Ali-Spirali eingeworfen? Jetzt sag's mir mal direkt. Wurde. Ich stell sie lieber mal sicher. Im Chat haben noch einige Ali-Spirali-Intus. Erzählt mir doch nichts. Ist natürlich auch ein schöner Username jetzt. Sonnenblumenkerne? Ach so, aus dem Vogelhäuschen. Ali-Spirali. Oh Mann. Eigentlich ist Rauchen auf dem Schulgelände verboten. Ich kapiere nicht, wieso es manche Kids trotzdem tun. Jeder kennt doch wenigstens einen Erwachsenen, der nach Nikotin süchtig ist und sich die Lunge aus dem Hals hustet. Okay, ich bin gespannt. Die Dialoge in den TKKG-Spielen sind auch schon. Die schmeißt ja hier alles raus. Habt ihr das gerade gesehen? Die hat mit ihren Füßen da das rausgedreht. Sag mal, was ist denn mit der los? Was ist das denn für ein Schwein?
Naja, vielleicht ist Ali Spirali auch hier von der Meise und die hat sich immer ordentlich was gegönnt. Kann natürlich auch sein. Krawallmeise. Naja, aber hier scheint jetzt nicht mehr so viel zu sein. Weil ich jetzt guck mal ein bisschen. Ich glaube, die wollten jetzt nur, dass Ali Spirali gefunden wird. Die Frage ist, wie kam ich denn noch? Ach so, hier. Haben wir das jetzt in der Tasche? Ja, okay. Dann gehen wir als nächstes zur Villa Sauerlich. Ach, die Villa Sauerlich. Boah, höchste Zeit, dass ich ins Warme komme. Sonst mache ich bei dem Frost noch den Zitteraal. Hoffentlich sitzt Klößchen nicht auf seinen Ohren. Bei dem Frost noch den Zitteraal. Ja doch, der Herr des Hauses ist längst unterwegs. Autsch, blöde Kante. Hallo ihr beiden. Was ist denn hier passiert? Gabi war beim Referat zuerst kaum zu bremsen, aber dann ist ihr übel geworden. Ich habe das Malheur schon behoben. Ach Tim, ich weiß auch nicht, was mit mir los war. Keine Sorge, es geht mir wieder besser. Oh, mein armer Schatz. Ich hab dich lieb. Was ist denn jetzt hier los? Zuerst mal drei Bänke für Shirley. Das ist ja mal der Knaller. Und was ist jetzt das hier für eine enge Freundschaft gerade? Also ich glaube, irgendwie hat sich einiges verändert seit dem letzten Teil. Oh ja, wir haben Gabi, wir haben einen Eimer hier stehen. Das sieht natürlich nicht gut aus. Gucken wir mal kurz. Computer, ja, wäre vielleicht was für Karl. Ah, vielleicht können wir hier das mal zeigen. Gabi, ich weiß, du bist müde, aber ich muss Gewissheit haben. Sah so die Vitamintablette aus, die du von diesem Mikey oder wem auch immer bekommen hast? Das Bonbon. Ja, es hat die gleiche Größe und Farbe. Ah, oh, Leute. Aber nein, bei mir stand etwas anderes drauf. Nicht ja, also, Ali gut. Spirali, sondern gut. Etwas auf Englisch. Smack Ailis, Beauty. Ailis Außerdem war kein Pilz abgebildet, sondern ein Hengst, der sich aufbäumt. Solltest du mit deinem Verdacht recht gehabt haben? Kann mir mal einer sagen, was das alles zu bedeuten hat? Bei mir stand Speed. Diese Tablette haben wir auf dem Schulhof gefunden. Gabi hat man eine ähnliche Tablette als Vitaminbonbon angepriesen. Wir befürchten, dass ein bekannter Seriendarsteller Kostproben verteilt. Wenn es stimmt, dann könnt ihr euch meine Wut sicher vorstellen. Aber würde Mikey so etwas tun? Nein, eher glaube ich, es war doch jemand anders, der mir das Teufelszeug gab. Gehen wir uns mal in der Apotheke über solche Tabletten schlau machen. So ein Dreckschwein, den müssen wir stoppen. Ich finde, wir sollten diesen Mikey trotzdem aufsuchen. Er ist ja unser Verdächtiger Nummer 1. Worauf warten wir? Okay, das ist tatsächlich auch anders zu den anderen Teilen, dass die jetzt selber auch mehr Hinweise geben, was man als nächstes macht. Also sie sagt zur Apotheke, er sagt zu diesem Schauspieler. Bei den anderen Teilen, da hätten sie jetzt nur gesagt, oh, interessante Tablette, wo gehört die wohl hin? Und dann konntest du dir selber ausdenken, was du da irgendwie damit anfängst. So, okay, mit Gabi können wir nicht sprechen. Manchmal weiß ich nicht, ob ich die Villa überhaupt verlassen sollte. Mir graust davor, dass hier sofort jemand einsteigt, sobald sie unbeaufsichtigt ist. Ach was, du siehst Gespenster. Hä? Wenn jemand gewaltsam einzudringen versucht, geht doch die Alarmanlage los. Okay. Ja. Okay, also hier können wir nicht wechseln zwischen Karl und Tim. Ja, das kann natürlich Foreshadowing sein, dass hier jetzt, sobald sie gleich losgehen, steigt jemand ein und klaut sich hier das Drei-Bengel-für-Shirley-Poster. Das wäre natürlich das Erste, was ich mitnehme. Okay. Hier scheint auch sonst nichts mehr. Man muss vorsichtig sein. Ich stehe auch gerade vor der Tür und bewache. Ja, bewacht eure Villen. Also, falls ihr in der Villa wohnt, was ja auf die meisten im Chat zutreffen wird, so wie ich euch kenne, dann passt auf. Okay, jetzt haben wir auch alle hier zur Verfügung. Wie komme ich denn wieder auf die Karte? Achso, sobald ich klicke, okay. Dann gehen wir doch mal. Ne, Gabi hat Apotheke vorgeschlagen, dann gehen wir mit Gabi zur Apotheke. Hallo, ach, Gabi! Ach, ja.
Du siehst ein wenig blass um die Nase aus. Geht es dir nicht gut? Ich habe was Falsches gegessen und mich übergeben. Das kommt vor. Wenn es öfter zu solchen Beschwerden kommt, empfehle ich dir dringend den Gang zum Arzt. Finger weg von Ecstasy. So also können Ecstasy-Tabletten aussehen. Smack Beauty, hieß es nicht so? Smack Beauty, der Hengst, der sich aufbäumt. Oh Mann, dann habe ich auf dem Schulhof tatsächlich eine Partydroge bekommen. Von wegen Vitaminbonbon. Aber die andere Tablette, die mit dem Pilz, kann ich nicht entdecken. Schade, dass Herr Brodonski bei diesem Thema so stur ist. Wenn ich nur mit der Person reden könnte, die dieses Plakat aufgehängt hat. Alte... Keine Macht in Drogen? Warum denn mit einem Fußballspieler? Ich glaube, ich habe irgendwie Fußball immer ein bisschen anders verstanden. Ich wusste gar nicht, dass er jetzt so viel mit Drogen... Naja. Deswegen seid ihr so Fußballfans. Jetzt verstehe ich das. So, was machen wir denn hier mal? Liebe macht Laune. Oder es ist Christoph Daum, ja, das kann irgendwie auch sein. okay, das ist jetzt irgendwie gesponsert von dieser Serie oder was? Aber ich würde sagen, wir zeigen ihm mal die Ali Spirali. Herr Brodonski, neulich habe ich eine ähnliche Tablette wie diese. Gabi, 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 so etwas dulde ich in meiner Apotheke nicht. Da kommt Kundschaft. Kein Wort, geh jetzt. Da werden wir direkt rausgeschmissen mit Ali Spirali. Oh je. Aber Tim war ja eigentlich gut Freund hier mit dem. Guten Tag, Herr Brodonski. Oh, hier hat sich ja einiges getan. Guten Tag, Tim. Ja, das habe ich meiner neuen Kollegin zu verdanken. Frau Schulze meinte, in meiner Apotheke würde etwas frischer Wind ganz gut tun. Naja. Wie sagt das alte Sprichwort? Neue Besen kehren gut. Ich finde, die Apotheke wirkt jetzt etwas moderner. Also ich sehe jetzt nicht so viel Unterschied, außer diesen Liebe-macht-Laune-Ding, was da steht. Die Pfote mit Drogen erwischt, das ist doch demnächst wieder in der Zeitung, das wissen wir doch. Die gehen alle steil auf Gabis Geschichten. Kann ich für Sie nicht mal wieder Medikamente ausfahren? Wie gut kennen Sie sich mit Drogen aus? Nehmen wir erstmal das Rote. Mein lieber Tim, ich bin Apotheker. Du glaubst ja nicht, was ich schon für unglückselige Jungs und Mädels gesehen habe, die ganz unbedarft rauchen, trinken, Pillen schlucken, ja, sich wer weiß was spritzen oder durch die Nase ziehen. Auch in deinem Alter. Sag mal, woher rührt denn dein Interesse? Keine Sorge. Mich persönlich interessiert das Zeug überhaupt nicht. Aber ich habe was dabei. Könnten Sie mal bitte gucken? Ach nee, kann ich gar nicht mit ihm. Okay, geht das nur mit Gabi? Karl nochmal. Einen schönen Tag, Herr Brodonski. Es ist ganz schön kalt geworden. Grüß dich, Karl. Es gibt kein falsches Wetter. Sondern nur falsche Kleidung. Sie sagen es. Waren Sie mit Ihrem Wissen schon mal Quizkandidat? Warum haben manche Tabletten eine Rille? Eine Rille oder Kerbe ermöglicht es, eine Tablette leichter zu halbieren, um die Dosierung so zu verfeinern, wie es der Beipackzettel empfiehlt. Es macht ja bereits einen Unterschied, ob es um kranke Kinder oder kranke Erwachsene geht. Manche beachten nicht die Angaben der Pharmaindustrie und verfahren nach dem Motto, je mehr, desto besser. Das kann fatale Folgen haben. Nicht umsonst wird den Leuten eingetrichtert, zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie einen Arzt oder Apotheker. Da sagt er nichts mehr. Offenbar können wir die Tablette wirklich nur mit Meine neue Kollegin hat das alte Plakat mit den Heilpflanzen gegen eins mit diesen Partydrogen ausgetauscht. Ecstasy-Tabletten. Ich finde ja, jungen Leuten sollte das Zeug nicht auch noch gezeigt werden. Aber Frau Schulze ist der Meinung, man könnte nur vor etwas warnen, was man schon mal gesehen hat. Ja gut,
sonst geht's euch wie Gabi, dass ihr ein Vitamin-C-Bonbon mit einem Hengst drauf oder was einfach so zu euch nehmt. So, komm. Hier nochmal. Das kann nicht sein. Guten Tag, Willi Sauerlich. Hat deine Mutter den Flug nach Südamerika gut überstanden? Oh ja. Von Ihnen hat sie also das Mittel gegen Reiseübelkeit. Das wurde aber Zeit. Während mein Vater seine Flüge genießt, füllt meine Mutter ständig diese grässlichen Tüten. Grauenhaft. Es freut mich zu hören, dass ich behilflich sein konnte. Okay, er kann hier gar nichts anklicken. Interessant. Mehr Sport und weniger Schokolade würde auch dir gut tun, Willi. Selbst wenn beides im Körper Stoffe freisetzt, die Glücksgefühle hervorrufen. Ach, der arme Willi. Wirklich in keinem Spiel wird er geschont. In Klammern, er ist dick, ja. Selbst er sagt das über sich schon als seine Eigenschaft. Oh Mann, ey. Woran erkennt man, dass jemand Drogen nimmt? Kennen Sie einen Schädling namens Hexenbesen? Was? Was? Okay, ich lege mich fest, das ist die seltsamste Frage, die wir in allen TKKG-Teilen jemals gestellt haben. Völlig ohne Sinn irgendwie im Moment. Kennen Sie einen Schädling namens Hexenbesen? Aber es ist so random, dass ich das jetzt anklicke. Hexenbesen. Lateinisch Crinipellis perniciosa. So heißt ein Pilz, der vor einiger Zeit in den Kakaoplantagen Südamerikas wütete. Er hat sich stark vermehrt, nachdem man für eine Rekordernte zu viel Pflanzenschutzmittel eingesetzt hat. Die Leute glaubten, ihm mit dem Messer beizukommen. Aber das Gegenteil war der Fall. Die freigesetzten Pilzsporen sorgten für eine rasante Vermehrung. Ich hatte ganz vergessen, dass Sie Pilzexperte sind. Mein Vater meint, der Hexenbesen habe schon ganze Landstriche verwüstet. Hä? Hat er auch irgendwas mit Drogen zu tun? Also Hexenbesen? Macht man daraus auch irgendwelche Pillen oder was? Das ist ja jetzt komplett random. Also diese Frage... Ja, vielleicht wechseln wir gleich zu The Last of Us, ja, aber man weiß es noch nicht. Ja, irgendjemand nimmt bestimmt noch später irgendwie Hexenbesen, aber an der Stelle jetzt schon danach zu fragen, ist schon interessant. Ja, vielleicht Ali Spirani, es hat vielleicht damit zu tun. Hexenbesen ist das neue Mittel. Ich würde eigentlich gerne jetzt nochmal mit Gabi nochmal vernünftig. Hallo, mein Name ist Gabi Glockner. Ist Herr Brodonski nicht da? Grüß dich, Gabi. Gesundheit! Mein Chef ist hinten. Ich hole ihn rasch. Nein, vielen Dank. Ehrlich gesagt hatte ich gehofft, dass er nicht da ist. Ich hätte da ein paar Fragen zu einem Fall, bei dem es um Drogen geht. Die Jungs und Aha. Ich, also wir sind die Detektive von TKKG. TKKG? Natürlich. Herr Brodonski war euch doch früher schon behilflich. In puncto Drogen ist er total strikt. Das musst du ihm nachsehen. Er hat eine altmodische Einstellung. Neulich besorgte er seiner Enkelin zum Geburtstag so ein langweiliges Heile-Welt-Buch mit Pferdchen für Mädchen, wo stets alles brav und fair zugeht. Dabei ist sie 17. Ich heiße übrigens Sissy. Wir können doch du zueinander sagen. Gerne, Sissy. Es ist schön, sich mit jemandem so locker zu unterhalten. Okay. Also die Dialoge sind irgendwie ein bisschen... Aber wir zeigen jetzt auch nochmal Ali Spirali. Was meinst du zu dieser Tablette, Sissy? Wir ermitteln in einem Fall und haben den Verdacht, dass jemand auf dem Schulhof dealt. Auf den ersten Blick sieht es wie eine Ecstasy-Tablette aus. Aber diese Sorte kenne ich nicht. Es kann sein, dass da noch andere Stoffe untergejubelt worden sind. Man müsste sie genauer untersuchen. So, kannst du das für uns machen? Man könnte sie im Hinterzimmer zerkleinern und unter das Mikroskop legen. Aber wenn Herr Brodonski das mitbekommt... Nein, das ist mir zu riskant. Ich würde es auch selbst machen, wenn Herr Brodonski mal nicht da ist. Wie gesagt,
Lieber nicht, tut mir leid, Gabi. Aber warum ist er denn dagegen, dass man das unter... Also ich verstehe den nicht so ganz. Warum ist er denn dagegen, dass man das untersucht? Dass sich Sportler für ein Leben ohne Drogen einsetzen, ist meiner Meinung nach ein zweischneidiges Schwert. Herr Brudonski sagt, die Jugend braucht Vorbilder. Nur stellt sich die Frage, was für welche? Oft sind es ausgerechnet Sportler, die sich bei Leistungsdruck mit Drogen vollpumpen, um aus Wettkämpfen als Sieger hervorzugehen. Das nennt man Doping. Doping! Richtiges Doping betrieben. Seit wann gibt es Ecstasy eigentlich? Ist Ecstasy nun so richtig verboten oder nicht? Also tatsächlich habe ich bei dem Namen Film ab nicht gedacht, dass wir so hart auf die Drogenschiene sofort fahren. Aber na gut. 1986 fiel die Grundsubstanz des Ecstasy unter das Betäubungsmittelgesetz. Sie war verboten. Was machten die Leute, um das Gesetz zu umgehen? Sie entwarfen in ihrem Geheimlabor chemische Abkömmlinge mit ähnlicher Wirkung. Die kamen im Gesetz nicht vor, weil es sie ja nicht kannte. Man spricht von Designerdrogen, weil die Zutaten der Droge immer wieder neu designt. Also neu entworfen werden. Ah, ich verstehe. Bei dieser Vielfalt an Tabletten hinkt das Gesetz immer hinterher. Und ständig gibt es einen neuen Stoff. Okay, also es soll also Richtung Film ab im Sinne von, es geht um einen Schauspieler, der da Drogen vertickt, aber auch einen Filmriss haben oder einen Film schieben. Das ist vielleicht auch ein ganz schlauer Titel. Aber, tja, mit Gabi können wir jetzt, glaube ich, nichts mehr machen. Ja, passt auf, wenn ihr irgendwo so ein Geheimlabor seht. Ah, Geheimlabor ist auch so ein gutes Wort. Okay, das ist jetzt ausgegrautes Internat, da können wir offenbar nichts mehr machen. In der Villa Sauerlich. Ist die Frage, ob da mittlerweile schon eingebrochen wurde. Ach, jetzt ist er wieder da. Ach, Mann. Okay, wir haben ja noch... Wie gut kennen Sie sich mit Drogen aus? Das fragen wir jetzt nicht nochmal. Kann ich für Sie nicht mal wieder Medikamente ausfahren? Tut mir leid, Tim. Zurzeit haben wir keinen Bedarf. Schade. Gut, das war ja wohl nix. Karl, mal die andere Frage. Waren Sie mit Ihrem Wissen schon mal Quizkandidat? Lieber Himmel, nein, nein, nein. Also, wenn ich sehe, wie sich im Fernsehen die dümmsten Esel blamieren und ein ach so gewitzter Moderator seine Schau abzieht. Kein Schau. Bedarf. Also mir würde auch mulmig werden bei dem Gedanken, nach einem Patzer von jedem Passanten als der größte Depp der Nation angestarrt zu werden. Okay. Woran erkennt man, dass jemand Drogen nimmt? Woran? Ich finde, du bist reichlich jung, um dich mit diesem Thema zu befassen. Wer Drogen nimmt, geht eine Gefahr ein. Außerdem ist es illegal. Du würdest dich strafbar machen. Besitzt du etwa Drogen? Es soll ja ganz Abgebrühte geben, die welche wie selbstverständlich bei sich tragen. Wo denken Sie hin? Aber Sie machen es einem nicht leicht. Gesetzt den Fall, jemand wolle davon loskommen und sich Ihnen anvertrauen. Drogen sind verboten, weil sie illegal sind. Jetzt habt ihr das gehört. Was ist denn das hier immer mit mehr Sport und weniger Schokolade würde auch dir gut tun, Willi. Selbst wenn beides im Körper Stoffe freisetzt, die Glücksgefühle hervorrufen. Kommt jetzt wieder die andere, wenn wir Gabi nehmen? Gerade mal gucken. Oh ja. Seit wann gibt es Ecstasy eigentlich? Ist Ecstasy nur... Seit wann gibt... Ecstasy ist synthetisch, denn es wird künstlich in Chemielaboren hergestellt. Es bezeichnete zunächst eine einzige Substanz. MDMA. Das steht für Methylendioxymethanamphetamin. Sie kam Anfang des vorigen Jahrhunderts als Appetitzügler auf den Markt. In den 50ern interessierte sich das Militär dafür, in den 70ern
Die Psychiatrie. Seit den 80er Jahren taucht sie in vielfach abgewandelter Form als Spaß- und Gute-Laune-Droge auf Partys auf. Die meisten pfeifen wahrscheinlich auf gesundheitliche Risiken, weil der Glücksrausch das Gegenteil vorgaukelt. Sehe ich richtig? Was haben denn diese Artikel mit meiner Lieblingsserie zu tun? Was denn? Deine Lieblingsserie ist das auch? Es sind Merchandising-Artikel. Merchandising bezeichnet den Verkauf aller Produkte rund um eine Serie oder einen Film. Damit verdient die Produktion viel Geld. Ich habe mir neulich eine Tasse gekauft mit Mikey Hobler drauf. Den finde ich richtig süß. Schade, dass er keine Autogramme gibt. Wenn ich Sissy ein Autogramm besorgen könnte, würde sie mir bestimmt einen Gefallen tun. Okay, nächste Aufgabe. Ja, das gefällt mir besser, dass man jetzt mal so langsam ein paar Tipps bekommt, was als nächstes passiert. So, dann müssen wir diesen Drogenschmuggler nochmal treffen. Ja, die Frage, aber können wir jetzt... Vielleicht ist der ja zufällig in eine Villa Sauerlich eingebrochen. Ja doch, der Herr des Hauses ist längst unterwegs. Autsch, blöde Kante. Was macht der denn jetzt schon wieder zu Hause? Hey Klößchen, sind deine Eltern noch lange in Südamerika? Eine Woche soll's wohl dauern. Sie hocken auf einer Tagung in Brasilien. Es geht um die Züchtung einer neuen Kakaopflanze, die nicht mehr so anfällig ist gegen Schädlinge. Wegen dem gab es letztes Jahr erhebliche Einbußen bei der Ernte. Das klingt ja fast so, als würde eure Existenz auf dem Spiel stehen. Ein Sauerlich gehört in seine Villa und nicht auf die Straße. Und daran wird sich nichts ändern. Lass es dir gesagt sein. Was? Okay. Soll das jetzt eine Drohung sein, oder was? Was war das? Geht ihr so mit eurem Material fürs Referat um? Das ist ja ganz zerknickt. Was? Ach so. Nein, nein, das ist bloß meine Fernsehzeitschrift. Du kannst gerne einen Blick hineinwerfen. Liebe macht Laune. Schon wieder diese Seifenoper. Ach, an der kommt niemand vorbei. Für einen Augenblick mit Ellie vergisst Sven einfach alles. Zwischen Ellie und Sven funkt es gewaltig. Doch schon werfen neue Ereignisse ihre Schatten voraus. Svens Mutter berichtet, dass er einen jüngeren Bruder habe, der im Ausland lebt. Ellie stellt den Plattenproduzenten zur Rede, der sie auf Schritt und Tritt verfolgt. Gedreht wird die Serie in den Grüneberg-Studios, seit den 50er Jahren bekannt als Schmiede kleiner Stars und großer Talente. Bestes Beispiel, das Debüt des draufgängerischen Doremi Faso in Der Schlosser von Rimini. Er war der erste Schauspieler, der von Grüneberg aus dem Ruf nach Hollywood folgte. Ah ja, und danach läuft direkt Drei Bengel für Shirley. Ups, ey, verflixt, jetzt bin ich hier rausgegangen. Manchmal weiß ich nicht, ob ich die Villa überhaupt verlassen sollte. Mir graust davor, dass hier sofort jemand einsteigt, sobald sie unbeaufsichtigt ist. Ach was, du siehst Gespenster. Wenn jemand gewaltsam einzudringen versucht, geht doch die Alarmanlage los. Ich glaube, ich muss hier mal mit einer anderen Person rein. Das ist ein bisschen zu blöd mit Tim. Eine Mordskälte. Ich hoffe, Klößchen hat ordentlich geheizt und hält die Türen geschlossen. Ob er dann überhaupt meinen Leuten hört? Machen wir die Probe aufs Exempel. Moment! Moment! Ich komme schon! Geschafft! Gibt es bei dir etwas Neues, Klößchen? Meine Eltern haben gerade angerufen. Sie müssen noch etwas länger in Rio de Janeiro bleiben. Ah, sie sind an diesem berühmten Glockenberg, der wegen seiner Form auch Zuckerhut genannt wird. Ein eindrucksvolles Wahrzeichen. Ach schade, damit kann ich nicht reingucken, aber ich glaube, es ging eben nur darum, dass wir nochmal sehen, wie der Schauspieler aussieht. Ich komme vielleicht nicht so locker mit dem Referat voran, aber es würde mir nicht im Traum einfallen, Pillen zu schlucken, um mein Gehirn auf Turbo zu schalten. Turbo? Turbo ist gut. Das Wort kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Wirbel. Dankeschön, Karl. Nee, das war jetzt hier auch nichts.
Ja, dann vielleicht mit Gabi. Und wir geben ihr vielleicht mal eine... Armer Klößchen. Ich bin im Moment nicht gerade eine Vitamin Hilfe bei dem Referat. Wie ich ihn kenne, erledigt er meinen Teil auch noch. Damit wir vor der Klasse keine halbe Sache machen. Ich eile. Nicht weggehen. Nun aber. Hast du eine Ahnung, wie lange wir noch für dieses Referat brauchen werden? Also, die Einleitung steht, die Statistiktabelle ist ausgewertet und die Quellenangaben sind so gut wie komplett. Aber an den Ausformulierungen hapert es gewaltig. Oh Mann, und bis Montag muss alles fertig sein. Ich sehe schon ein arbeitsreiches Wochenende vor uns. Habt ihr euch jemals so viel Mühe gegeben mit einem Gruppenreferat? Irgendwie kenne ich das anders. Meistens hat das dann einer gemacht und hat dann an dem Tag vom Referat den anderen so Zettel gegeben. Und wenn wir eine dieser obdachlosen Zeitungen mit in den Unterricht nehmen, die einem unterwegs verkauft werden? Ah, du denkst an die armen Straßenverkäufer. Soviel ich weiß, dürfen sie die Hälfte der Einnahmen aus dem Erlös aller verkauften Zeitungen als Lohn behalten. Ein gutes Beispiel für Selbsthilfeprojekte. Also hier in der Villa geht irgendwie gar nichts, habe ich so das Gefühl. Aber ich hatte auch das Gefühl, beim Apotheker waren wir fertig. Wie viele Ecstasy-Tabletten gibt es eigentlich? Da ist wohl jeder überfragt. Das Plakat zeigt eine Auswahl. Tabletten, die häufig im Umlauf und gut zu erkennen sind. Sie haben einen Durchmesser von 5 bis 13 Millimetern und sind circa 3 bis 5 Millimeter hoch. Es gibt welche, die weder Namen noch Symbol tragen. Wir nennen sie No Names. Sie lassen sich leicht mit anderen Tabletten verwechseln, etwa solchen mit Giftstoffen, zum Beispiel Schneckenbekämpfungsmitteln. Das kann tödlich enden. Hui. Ist Ecstasy nun so richtig? Seit wann gibt es Ecstasy? Seit wann? Aber ich muss die Dialoge wieder durchspielen, ne? Ich kann das nicht abbrechen, wenn ich es einmal geklickt habe. Ist Ecstasy? Ist Ecstasy 1900? Na, oder doch? Doch, ich kann es abbrechen. Oh, das ist auch mal eine gute Neuerung. Huhuhu. Früher mussten wir uns immer noch mal alles noch mal anhören. Ja, wie komme ich denn jetzt an Autogramm? So, irgendwas fehlt uns noch. Mit den anderen kann ich das hier aber auch nicht anklicken. Ach, verflixt. Ja, stimmt, wir hatten auch einmal einen Teil, wo der so grafische Fehler hatte. Das war auch ein Drogentrip. Ja, wo ist der Mikey? Oder doch noch was aus der Zeitschrift, wo ich das so schnell geschlossen habe. Ja doch, der Herr des Hauses ist längst unterwegs. Autsch, blöde Kante. Das ist ja interessant. Hör dir mal an, Klößchen, was hier über Liebe macht Laune steht. Gedreht wird die Serie in den Grüneberg-Studios, seit den 50er Jahren bekannt als Schmiede kleiner Stars und großer Talente. Bestes Beispiel, das Debüt des draufgängerischen Doremi Fasso, der Schlosser von Rimini. Er war der erste Schauspieler, der von Grüneberg aus dem Ruf nach Hollywood folgte. Grüneberg Studios? Das liegt doch auf dem Gelände an der Doremi Fasso Straße. Demnach wird Liebe macht Laune in unserer Stadt produziert. Dort treibt sich Mikey Hobler bestimmt herum. Suchen wir also nach dem Knilch auf dem Szenenfoto. Das machen wir. Der Knilch! So, Captain Kirk. Ah, diese Texte daneben sind auch nicht schlecht.
Okay, ja, ich habe tatsächlich eben zu schnell weggeklickt. Muss noch einmal auf das Ausrufezeichen. Ja, in dieser Stadt von TKG gibt es wirklich alles. Auch ein Filmstudio. So, da würde ich, glaube ich, gehen wir da mit Gabi hin. Und wo sind nun die Schauspieler? Da können wir ans Fenster. Hallo, ich bin ein großer Fan von Liebe macht Laune. Darf ich auf das Studiogelände? Tut mir leid, das geht nicht. Es sei denn, du gehörst zu einem Fanclub und kannst dich entsprechend ausweisen. Fanclub. Hä? Dein Geländeausweis, junge Dame. Vielleicht können wir auch ein bisschen Ali Spirali durchreichen und dann... Wo ist denn meine Tasche? Okay, dann brauchen wir erst noch... Drei Bengel für Shirley. Fanclub-Ausweis. Ja, die... Kann man so schnell einen Fanclub gründen mit der Apothekerin? Funktioniert das so? Oh, okay. Was gefällt dir an Mikey Hobler besonders gut? Wie findest du das Mädchen, in das sich Sven alias Mikey verliebt hat? Warum gibt Mikey keine Autogramme? Weißt du, wie man auf das Filmgelände Grüneberg kommt? Was hältst du von der Abkürzung für Liebe macht Laune? LML? Was? Weißt du, wie man auf das Filmgelände Grüneberg kommt? Ah, du willst wohl hinter die Kulissen von Liebe macht Laune schauen. Wusstest du, dass ich einen Fanclub leite? Wir haben eine limitierte Stückzahl an Ausweisen, mit denen man auf das Gelände darf. Aber er gilt nur für das weibliche Geschlecht. Ich kann dir meinen leihen. Ich habe es nie geschafft, zu Mikey vorzudringen. Vielleicht hast du ja Glück. Super, das ist total nett von dir. Ich werde bekloppt, ja, ich auch. Was ist das denn? Der sieht ja super aus. Meine Mädels mussten tief in die Klubkasse greifen, aber das war es wert. Es ist ein bisschen komisch, dass es das nur für weibliche Fans gilt. Ist das nicht etwas seltsam? Findet ihr das auch? Okay. Cool. Naja, gut. Steht sogar drauf, ist übertragbar. Naja, gut. Das klingt ja überhaupt nicht zwielichtig. So, weiter geht's. So, jetzt nochmal. Hey, Gatekeeper! Hey, Gatekeeper! I keep my gate for you! Dreh dich mal um, Maya. Da kommt dein erster Pop-Fan. Maya Kleinschmidt? Aus Liebe macht Laune? Für meine Fans einfach nur Maya. Kannst du mir ein Autogramm von Mikey Hobler besorgen? Wartest du hier auf jemanden? Von Mikey? Da bist du bei mir in der falschen Adresse. Außerdem geizt er mit seiner Unterschrift. Aber wenn du eins von mir haben möchtest? Ein andermal vielleicht. Gut, das war jetzt vielleicht ein bisschen unhöflich, wenn es zwei Hauptschauspieler sind und wir fragen die eine Schauspielerin, ob sie ein Autogramm von dem anderen uns geben kann. Na gut, das war jetzt vielleicht... Lassen Sie mich bitte durch. Ich gehöre zu einem Fanclub. Mein Name ist Gabi Glockner. Deinen Clubausweis bitte. So, jetzt nicht das Falsche, jetzt nicht die Ali Spirali hinlegen. Hier, mein Ausweis. Aha. Alles klar, Gabi Glockner. Mit dem übertragbaren Clubausweis darfst du jederzeit auf das Studiogelände. Zu melden brauchst du dich nicht mehr, du kannst immer gleich durchgehen. Da bedanke ich mich recht herzlich.
Ja, aber viele bekannte Synchronsprecher tatsächlich hier in dieser Folge. Du kannst jetzt durch. Mal sehen, ob ich Mikey auf Anhieb finde. Dann ziehen wir die Szene mit Maya vor. Dazu brauchen wir Mikey nicht. Okidoki. Guten Tag. Erwähnten Sie gerade Mikey Hobler? Du bist vom Fanclub? Hör mal, ich habe wenig Zeit, also mach es kurz. Steht schon ein bisschen, Befindet sich Mikey in seiner Garderobe? Teilt sich Maya Kleinschmidt ihre Garderobe mit Mikey? Befindet sich Mikey in seiner Garderobe? Schön wär's. Weiß der Geier, wo er sich gerade herumtreibt. Er sollte am Set sein. Hast du ihn vielleicht gesehen? Leider nein. Studio Limahl. Okay, Achtung, Aufnahme. Mit rotem Licht. Da sollte man wahrscheinlich dann nicht durchgehen. So kenne ich es zumindest von Rockbeans. Jetzt ist keine Zeit für einen Blick hinter die Kulissen. Siehst du das Licht nicht? Es wird gedreht. Gut. Wir können ja wirklich nur mit Gabi rein. Weil die anderen drei, da gilt dann der Ausweis nicht. Vielleicht nochmal? Huch! Quizshow, okay. Ach, schade. Nee, da kann. Nee. Wir können nicht mal rein da, glaube ich, mit denen. Vielleicht sitzt Mikey Hobler in der Maske und lässt sich schminken. So. Dem werden wir gleich erstmal einen Ali spielen. Keiner da. Hallo, Sie! Juhu! Hm? Also da soll mich doch... Freund! Hier wird nicht gejuhutet. Wo sind wir denn? Auf der Kirmes? Ich möchte sofort meine Ruhe haben. Sofort! Entschuldigung. Wie ist der denn drauf? Was war das denn? Was war das für ein Taubengekurre da? Hier wird nicht gejuhutet, aber lässt sich da voll kuchen von so einer ekligen Straßentaube. Ja, so ist es meistens, wenn man in die Garderobe von Etienne Gardet kommt, ist es so ähnlich. Dann sagt er auch meistens, hier wird nicht gejuhutet. Okay, so viele Kameras. Mit Patrick Patou. Ob die einen auch belauschen können? Eieiei. Mann, das wird ja besser bewacht als Fort Knox, wo die Amerikaner ihre Goldvorräte lagern. Fort Knox. Frisch gefragt. Das Quiz der Quizze. Das könnte auch ein Rock'n'Beans-Format sein. Nein, das würde auffallen. Auf keinen Fall. Nachher bekomme ich Ärger. Okay. Fort Knox. Daily Soap Hallen. So, jetzt wird's aber lang. Ach nee, das war das hier. Befindet sich Mikey in seiner Garderobe? Teilt sich Maya Kleinschmidt ihre Garderobe mit Mikey? Maya und Mikey? Niemals. Maya ist diszipliniert und Mikey ein Chaot. Maya hat sogar auf eine eigene Garderobe verzichtet. Sie meint, sie wolle hier nur arbeiten und sich nicht häuslich einrichten wie manch andere Kollegen. Tja, diese bissige Bemerkung galt wohl Mikey. Uff, aber sie ist ein richtiges Fangirl. Tja, aber vielleicht doch nochmal zu ihr, ganz am Anfang? Nee, da können wir nicht hin. Vielleicht doch mal mit den anderen. Nehmen wir mal hier unseren Tim. Hoch auf dem gelben Wagen sitz ich beim Schwager vorn. Lass gut sein, Maya. Hallo, ich bin Tim. War das eben nicht ein bekanntes Volkslied? Ach, der Trottel von Pförtner macht sich darüber lustig, dass ich einen Song auf Englisch einspiele und für meine Karriere bloß meinen Vornamen verwende. Maya klingt aber einfach besser als Maya Kleinschmidt.
Ich will doch international sein. Der Heini meint, wenn ich Deutsch sänge, würde ich kläglich versagen. Arschloch. Ich habe da einen Tipp für dich. Nimm doch einfach Maya und dann ein paar Unterstrichen dazwischen. Das ist übrigens die Synchronstimme von Trudy aus The Tribe. Hier komme ich mit meinem unnützen Wissen. Wann kommt denn deine CD heraus? Spielst du nicht die Ellie in Liebe macht Laune? Aber ja, ich weiß, du hast mich kaum erkannt. Sie schminken mich immer so schrecklich und geben mir diese Klamotten, die nun wirklich keinen Stil haben. Privat bin ich da ganz anders. Dein Outfit ist wirklich cool. Und du hast recht. In Natura kommt dein wahres Talent erst so richtig zum Vorschein. Doch, die heißt doch Trudy, oder? Judy? Nein, die heißt Trudy, glaube ich. Oder? Ihr kennt aber doch The Tribe. Leute, das müsst ihr aber kennen, du. Eine Welt ohne Erwachsene? Gehen wir mit Almeier. Oder diese Rolle. Oh, Schwester! Du mein Eigenblut, Ismene! Sag einen Fluch von Ödipus, den Zeus nicht schon erfüllt in unser beider Leben! Alles klar, Maya. Hi, ich bin Karl Vierstein. Fängt so nicht eine antike Tragödie von Sophokles an? Du hast es erkannt, ja? So beginnt Antigone. Endlich mal kein Kunstbanause. Bei entsprechender Akustik wie in den alten Amphitheatern käme ich natürlich besser rüber. War das Antigone oder haben wir aber einige Kunstkenner im Chat? Spielst du Theater? Was tust du gegen Lampenfieber? Spielst du? Mir liegen bisher nur Angebote von ganz popligen Veranstaltungen vor, deren Moderation ich übernehmen soll. Ich warte, bis sich für mich eine wirklich große Herausforderung ergibt. Verstehe. Das ist auch Tisch von den Wochenendkids. Oh, das sagt mir auch was. Das ist die mit den langen Haaren und der Brille von den Wochenendkids, ne? Und wie klingt das? Vergiftet meine Milch zu Galle, füllt mich vom Scheitel bis hinab zur Sohle randvoll mit wilder Grausamkeit. Also Maya. Bravo, das klang ja hochdramatisch. Ich will nicht angeben, aber ich habe auch mal auf der Bühne gestanden. In der 4. Klasse war ich Hauptdarsteller in dem Stück Der Weihnachtsmann hat nichts anzuziehen. Du willst doch nicht eine plumpe Schulaufführung mit meiner Shakespeare-Darbietung vergleichen. Schweig! Kein Wort! Gut, da haben wir jetzt schon ein bisschen... Wo hast du deine Schauspielausbildung gemacht? Ist es anstrengend, so geschwollen zu reden? Oh. Wo hast du deine Schauspielausbildung gemacht? Ich bin in Selbstdisziplin geübt und habe mir mein Repertoire nach einer langweiligen Schneiderlehre ganz alleine erarbeitet. Donnerwetter! Ich hätte dich auf höchstens 2022 geschätzt. Da sagt sie nichts. Warte mal. Was denn? Mit Gabi können wir nicht mehr nach da vorne. Wo? Ui. Wie ist denn die Zusammenarbeit mit Mikey Hobler? Wo wende ich mich hin, wenn ich Statist werden will? Sind die Dreharbeiten nicht sehr anstrengend? Wie stehen die Chancen, mit deinem Song in die Charts zu kommen? Wie lange wirst du in Liebe macht Laune mitspielen? Wie ist denn die Zusammenarbeit mit Mikey Hobler? Ich habe das Gefühl, er wird sich schon antworten, dass sie den nicht so gern mag. Wo wende ich mich hin, wenn ich Statist werden will? Vielleicht haben wir damit die Chance, dann doch mal irgendwie da reinzukommen aufs Gelände mit Tim. Statist? Naja, wir haben ja alle mal klein angefangen. Ich könnte mir vorstellen, dass so ein stattlicher Bursche wie du die nötigen Qualitäten besitzt. Am besten, du wendest dich an ein Castingbüro. Die vermitteln Statisten an die Produktion. Da gibt es eine Agentur namens Goodwill in der Geschwister-Scholl-Straße. Nur so als Tipp am Rande. Castingagentur Goodwill. Danke für den Hinweis. Da werde ich mich mal bewerben. Okay. Da haben wir es doch schon. Hi, ich bin Peter Carsten. Meine Freunde nennen mich Tim. Ich habe gehört, Sie vermitteln Statistenjobs. Ich würde gern mein Taschengeld aufbessern.
Groß, schlank, sportlich, engagiert, nette Erscheinung. Nein, tut mir leid. Ich fürchte, wir haben für dich keinen Bedarf. Oh, und ich dachte, das alles würde für mich sprechen. Okay. Da, ist das nicht der Taubenmann hier? Vermitteln Sie auch Stuntmänner? Woher stammt die Bezeichnung Seifenoper? Vermitteln Sie auch Stuntmen? Nein, wir haben uns auf Seifenopern spezialisiert. Nun gut, wir vermitteln inzwischen sogar Kandidaten und Zuschauer für Fernsehshows. Die Nachfrage ist enorm. Es gibt übrigens Arbeitsgemeinschaften der Filmwirtschaft, die Workshops für Stunt-Interessierte anbieten. Hm, das klingt ja mehr nach Schulbankdrücken als nach Action. Okay, wenn es für ihn nichts ist, dann haben wir vielleicht noch einen anderen Kandidaten. Bin ich hier richtig bei der Castingagentur Goodwill? Ich suche eine Möglichkeit, um auf das Gelände Grüneberg zu kommen. Als Tourist? Oder willst du zum Film? Nein, lass mich raten. Du willst einem heißgeliebten Superstar ein Autogramm abluchsen. Als Castingagent muss man offenbar schlagfertig sein. Da kann ich noch eins draufsetzen. Ich bin Detektiv in Spe und muss auf dem Filmgelände Ermittlungen durchführen. Also, das war jetzt die schlechteste Ansprache, die man nur machen kann. Ja, mein Vater ist reich, das hätte er vielleicht einfach sagen können. Was passiert eigentlich, wenn ein Hauptdarsteller das Handtuch wirft? Muss man eine Schauspielausbildung haben, um in einer Soap mitzuspielen? Wenn wir ganz junge Rollen besetzen, drücken wir in diesem Punkt anderthalb Augen zu. Leider. Viele Jugendliche träumen von Ruhm und schnellem Geld. Wenn die Seifenoper plötzlich wegfällt, kann es bitter werden. Darum ist eine gute Schauspielausbildung für die weitere Karriere wirklich wichtig. Kann ich mir denken. Ja, das war jetzt auch überhaupt nichts. Mit Karl nochmal. Jetzt bitte nicht sofort sagen, ich will nur aufs Gelände. Karl Vierstein. Ich würde mich gerne in Ihre Kartei für Kleindarsteller aufnehmen lassen. So, danke schön. Ein Brillenträger. Da haben wir bereits ein paar Dutzend. Der Strebertyp wird von den Soaps immer mal angefragt. Aber zur Zeit? Nein, sieht schlecht aus. Falls du auch ohne Brille sehen kannst oder Kontaktlinsen trägst, ja, dann... Ohne Brille bin ich blind und Kontaktlinsen vertrage ich nicht besonders. Na, vielleicht suchen sie einen Blinden. Es gibt's doch nicht. Wie sind sie zu ihrem Job gekommen? Wie kommt es, dass Seifenopern so erfolgreich sind? Wie sind sie zu... Ich bin eigentlich Sprachpädagoge. Meine spätere Chefin kannte mich bereits, als ich Coach bei Liebe, Macht, Laune war. Meine Aufgabe war es, mit den jungen Darstellern Sprech- und Bewegungsübungen zu machen. Sitzt die Aussprache, stimmt die Betonung, alle wichtigen Tipps eben. Ich besitze eine gute Menschenkenntnis. Laila Abendroth hat ganz richtig erkannt, das ist Grundvoraussetzung für Castings und mich eingestellt. Dann haben Sie eine Art Röntgenblick für den Charakter. Vermitteln Sie dann auch Kandidaten an die Quizshow mit Patrick Partout? Wir sind die Anlaufstelle für alle Kandidaten, die vorab das Telefonquiz bestanden haben. Wenn du dich bewerben möchtest, nur zu. Patrick Partout sucht für Frisch gefragt neuerdings auch Schüler. Einzelheiten stehen auf dem Flyer. Es kann ja nicht schaden, mal einen mitzunehmen. Okay, der Taubenmann ist... Frisch gefragt, das Quiz aller Quizze. Jetzt doch für Schüler. Oh nein, müssen wir gleich ein Quiz machen. Der Tageskandidat macht den ultimativen Test, wähle 090, 58, 27 und finde die richtige Antwort auf drei Fragen. 12 Euro. Mit etwas Glück wirst du unser nächster Kandidat. Mach mit und gewinne ein Gruppenticket für den aufregenden Vergnügungspark Snappyland, der im Frühjahr seine Tore öffnet. Und was steht da ganz klein? 12 Cent pro Viertelminute. 12 Cent pro Viertelminute mal 4 macht 48 Cent pro Minute. Wenn die ganze Sache Karl, der Computer, Minuten du, dauert, bin ich das sofort. Mal 5, 2,40 Euro los. Mann, die wissen, wie man Kohle macht. Schade, dass meine Eltern keine Millionäre sind. Gereizt hätte es mich schon. Ganz klein. Genauso groß wie die Überschrift, ja. Haben wir das jetzt mitgenommen? Können wir da... Hat er da ein Telefon bei sich? Wenn meine Eltern aus Südamerika zurück sind, werde ich Papa mal fragen, wann er gedenkt, mit dem Lohn herauszurücken.
Für eine Woche Haussitten plus Heizerbonus und Treppensteigerzulage. Okay. Zu dumm, dass sich Bertha auf einer Kur befindet. Ohne Haushälterin wird mir erst klar, wie viel Arbeit sie mir sonst täglich abnimmt. Haben wir irgendwo ein Telefon? Nee, ne? Okay. Willi Faulerlich, ja. Vater zahlt ihm 20 Euro Lohn und zieht dann 30 Euro Miete ein. Das glaube ich auch. Was, auf dem Bett? What? Wo? Das Gelbe? Ich glaube, das ist eher wie so ein Federmäppchen, oder? Ah, ja, hier hinten, aber ich kann es nicht klicken. Vielleicht doch noch mal mit... Vielleicht doch mit Karl? Nehmen wir mal Karl. Ob mich Klößchen telefonieren lässt? Ja, das ist schon alles sehr viel klarer, was man als nächstes machen muss tatsächlich. Aber finde ich nicht schlecht. Moment, ich komme schon. Nur Karl, der Computer, kann ein Telefon bedienen. Ich komme vielleicht nicht so locker mit dem Referat voran, aber es würde mir nicht im Traum einfallen, Pillen zu schlucken, um mein Gehirn auf Turbo zu schalten. Turbo? Turbo ist gut. Das Wort kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Wirbel. Ach so. Oh, willst du dich als Quizkandidat bewerben? Mann, super. Oh. Endlich kenne ich jemanden persönlich, der sich vor die Kamera wagt. Die Sache scheitert allerdings daran, dass ich eine Vorrunde bestreiten muss. Am Telefon. Das kostet tierisch Geld. Keine Ausreden jetzt, Karl. Naja. Ich mache es wie mein Vater und werde zum Sponsor. Das bedeutet, schnapp dir mein Telefon und zeig den Quizfuzzis, was eine viersteinsche Hake ist. Nein, das geht doch nicht. Es kostet 2 Euro oder was? Komm, und oft genug die Haustür öffnen müssen. Ach was. Flinke Hände, schnelles Ende. Ich drehe eine Runde an der frischen Luft, dann musst du dich nicht so genieren, da anzurufen. Ach so, der Schlüssel. Du hast die Villa ganz für dich allein. Ich lege einen Zweitschlüssel unter dem Blumentopf bei der Treppe. Das bleibt aber unter uns, klar? Das finde ich total cool von dir, Klößchen. Ich werde dein Vertrauen nicht enttäuschen. Ich rausch mal ab, damit du zu Ende kommst. Tschüss. Hä? Du musst das Haus verlassen, dass du so telefonieren kannst? Wo hatte Klößchen gesagt, liegt der Schlüssel? Beim Blumentopf oder was? Hallo? Niemand da? Hey, warum geht der aus dem Haus dann raus? Brauche ich den versteckten Schlüssel. Sag mal. Hat er nicht gesagt, unter Blumentopf oder bin ich jetzt ganz doof? Ah, da ist der Blumentopf. Okay. Der kommt mir nicht in die Tasche. Ich behalte den Schlüssel gleich in der Hand. Dann mal rein in die Villa. Ganz wohl ist mir bei dem Gedanken nicht also, ganz allein in der Villa zu sein. Also rasch ans Telefon. Vor allem geht er auch nicht einfach in ein anderes Zimmer oder ich mache einen Spaziergang außerhalb des Hauses, damit du telefonieren kannst. Aber das finde ich auch schön, hier die Hupe an diesem Heimtrainer. Mag ich auch sehr gern. So, los geht's. Wie lautet die 8-stellige Nummer nochmal? Och nee. Ach, alles klar. 090-5827. Hallo? Hä? Was hatte ich jetzt gesagt? Jetzt war ich kurz verwirrt. 5, 8?
5827, ne? Das Better Call Saul? Ja, ja, ja. Wann geht es denn endlich los? Hallo, meine lieben jungen Freunde. Ihr seid verdammt neunmal klug, immens helle und schwer auf Draht. Ihr wolltet schon immer in Patrick Partous, in meine Quizshow. Und ihr wollt die Chance jetzt, nun und endlich ergreifen? Beantwortet mir drei Fragen, dann werden wir sehen, ob Fortuna euch hold war. Und hier kommen sie. Du musst frei heraus antworten. Das Resultat erfährst du, nachdem du alle drei Antworten gegeben hast. Viel Glück. Frage Nummer 1. Wie nennt man jemanden, der beim Essen prinzipiell auf Fleisch verzichtet? Vegetarier? Terivagier? Vegetarier? Geve Grazia? Rate Gevier? Vegetarier. Hier kommt Frage Nummer 2. Welche Farbe hat ein Smaragd? Rot? Blau? Schwarz? Grün. Lila. Grün. Charakter sind doch grün, oder nicht? Bevor ich hier was drücke, ja. Und nun die letzte Frage. Wie nennt man die erste Milch einer Kuh, nachdem sie gekalbt hat? Kuhschwenke? Biestmilch? Weißer Tau? Schneesäftle? Lederweißer? Was? Was ist denn das? Biestmilch? Biestmilch finde ich richtig gut. Weißer Tau. Biestmilch? Formidabel! Alles richtig! Biestmilch ist hier das Beste. Und nun spricht deine Namen klar und deutlich aus. Gleich nach dem Piep. Karl Kier... Karl Vierstein. Ich trinke nur Biestmilch. Hurra! Der Zufallsgenerator hat entschieden. Du hast es geschafft. Du wirst Kandidat in meiner Show. Komm in die Castingagentur Goodwill in der Geschwister-Scholl-Straße 17. Dort erfährst du alles Heitere. Weitere. Und verrat all deinen Freunden diese super-duper Sendenummer. Lederweißer. Ach du Schande, also der Teil ist doch auch hier schon wieder genial. Da fragt man sich, wer hier der größere Trottel ist. Patrick Partout oder ich? Dass ich mich auf so etwas einlasse. Was ist die Höchstgeschwindigkeit einer unbeladenen Schwalbe? Wäre gut, wenn am Ende noch einfach nach der Lieblingsfarbe gefragt hätte oder so. Nur so kleine Richtung Monty Python. So, was machen wir jetzt? Müssen wir den Schlüssel wieder irgendwie abgeben oder so? Einer europäischen oder einer afrikanischen Schwalbe? Aber ich mag dieses über die Brücke des Todes. Musst du gehen. Willst du gehen? Ach so, Castingagentur. Hallo, ich bin es nochmal. Karl Vierstein. Ich komme wegen meiner Teilnahme am Quiz mit Patrick Partout. Du kommst ja wie gerufen. Gerade habe ich deinen Namen übermittelt bekommen und drucke deinen Kandidatenausweis aus. Damit gehst du zu den Grüneberg-Studios zu Herrn Tomczak. Er weist dich ein. Herr Tomczak, alles klar.
Aber habt ihr Biestmilch schon mal gehört? Also ich fand das von den Antworten tatsächlich am bescheuertsten, weil ich das einfach so mal drücken wollte. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es tatsächlich die richtige Antwort ist. Das habe ich noch nie gehört. Und an diejenigen, die das schon gehört haben, wo? Oder warum? Wir haben Nutztiere. Ah, naja, gut. Na gut, wenn man selber Kühe hat, ist es vielleicht nochmal ein bisschen klarer. Biestmilch ist bei allen Säugetieren richtig. Was? Echt? Krass. Bei Pferden auch. Nee, beim Menschen aber noch nicht. Das hätte ich aber gehört, glaube ich. So, okay. So, Bühne frei für Karl Vierstein. Biestmilch. Ich werde mir nach dem Spiel, werde ich mir mal den Wikipedia-Artikel zu Biestmilch durchlesen. Da gibt es doch bestimmt einen. So. So, warte mal. Club aus, Kandidat. Hier, mein Ausweis. Ich suche einen Herrn Tomczak. Mal sehen. Ja, bei Menschen heißt es Kolostrum. Nee, das ist die Vormilch. Als Quizkandidat darfst du jederzeit auf das Studiogelände zu melden. Brauchst du dich nicht mehr. Du kannst immer gleich durchgehen. Herrn Tomczak findest du bei Gebäudekomplex D. D wie Dora. Vielen Dank. So. Ja, Kolostrum habt ihr nämlich auch noch nie gehört. Da habt ihr heute schon mal zwei Begriffe. Los zwei geht's. Begriffe neu gehört. Keine Ahnung, wo er sich wieder herumtreibt. Bitte? Ja, richte ich ihm aus. Sie sind ja schwer beschäftigt. Das bringt der enge Produktionsplan mit sich. Sind Sie Herr Tomczak? Bekommen Sie hier draußen keine Gänsehaut? Nein, da bist du hier falsch. Felix Tomczak gehört zur Quizproduktion. Gebäudekomplex D. Danke. Biestmilch ist doch einer von den X-Men. Wer war es hier? Sind Sie Herr Tomczak? Ja, da bin ich. Warte mal, du hast so ein kluges Gesicht. Ein Kandidat für drei Runden Quiz mit Patrick Partout? Richtig? Ha, ja. Genau, ich bin Karl Vierstein. Wann geht es los? Kennen Sie Mikey Hobler? Ich würde schon lieber wissen, wann geht es los? Ich sag dir Bescheid, wenn du ins Studio kannst. Du bist nämlich noch etwas früh dran. Ich kann es gar nicht erwarten, alles hinter mich zu bringen. Okay, dann gucken wir uns erstmal ein bisschen um. Das ist also der Gebäudekomplex C. Hallo? Hallo! Was? Wo ist diese Taube? Was hast du hier verloren? Scher dich raus! Okay, okay. Das gibt's doch nicht. Die können doch nicht so ein Taubengeräusch machen, dann ist sie da nirgendwo. Also. Die Maske ist nicht besetzt. Auf dem Gurophon. Da können wir jetzt auch nicht. Bekommen Sie hier drauf. Zum Frieren habe ich keine Zeit. Außerdem muss ich so vielen Leuten einheizen, dass mir selber ganz warm davon wird. Ich hoffe, das Einheizen betrifft nur Schauspieler und nicht Quizkandidaten. Ach. Will ich noch mal in der Agentur gucken? Okay. Vielleicht auch noch hier irgendwo. Das sieht ja aus wie das Reiseschminkköfferchen meiner Mutter.
Wird einem denn Film-Make-up aufgetragen, wenn man sich casten lässt? Ach du meine Güte, ist das Schminkset immer noch hier? Es gehört der Schwester meiner Chefin. Sie hat es vorhin vergessen und ist sehr eigen mit ihren privaten Utensilien. Willi, wolltest du nicht unbedingt auf das Studiogelände Grüneberg? Ganz recht. Soll ich das Köfferchen zustellen? Wenn du es mitnimmst, drucke ich dir gleich einen Lieferantenpass aus. Den musst du beim Pförtner vorzeigen. Mein Lieblingslied von Salko ist Out of the Dark. Du tust mir einen großen Gefallen, Willi. Bring das Köfferchen in die Maske zu Tina Marie Abendroth. Tina Marie Abendroth. Ist gebongt. Okay. So, zack. Wir kommen noch alle auf das Gelände. Dann werde ich mal Lieferservice spielen. Ja, es ist natürlich die Frage, ob die Wild Girls sich da auch umtreiben. Ne? Das wäre natürlich naheliegend. So. Hier, mein Ausweis. Dann wollen wir mal. Alles klar, Willi, Sauerlich. Als Lieferjunge darfst du jederzeit auf das Studiogelände. Zu melden brauchst du dich nicht mehr. Du kannst immer gleich durchgehen. Du findest Frau Abendroth in der Maske. Das ist die C7. C7? Na also, geht doch. Also ich sag mal so, den Ausweis kann ich mir auch zu Hause ausdrucken, oder nicht? Du kannst jetzt durch. Sesam, öffne dich. Hallo, ich habe etwas für Frau Abendroth abzuliefern. Mach ich. Du willst zur Tina Marie? Da musst du zur Maske, Gebäudekomplex C. Na, hoffentlich finde ich sie da auch. Können Sie mich nicht spontan als Statist einsetzen? Gab es mal einen Drogenskandal unter den Schauspielern? Drogen sind verboten, Partner. Wen wir erwischen, der fliegt. Natürlich, natürlich. Oh oh. Schlechte Nachrichten für Mikey. Diese Tina Marie müsste sich als Maskenbildnerin in dem Wohnwagen befinden. Abgesperrt. Und von Tina Marie keine Spur weit und breit. Na gut. Ist das Schnee oder Koks? Ja, das ist jetzt die andere Frage. Hallo? Hallo? Hä? Du bist kein Schauspieler. Weg mit dir! Ja doch. Aber der hört doch nicht auf seinem Grammophon Taubengeräusche, oder? Jetzt mal ganz ehrlich. Ich weiß, das ist aber doch nicht dieser Quizmaster. Tachchen, können Sie mir sagen, ob es hier irgendwo was zu essen gibt? Quizkandidat bist du nicht. Statisten dürfen sich an das Catering halten. So nennt man die Essensversorgung für die Schauspieler. Allerdings haben die den absoluten Vorrang. Wie in den Tierfilmen. Erst fressen die Löwen vom Kadaver und dann die Geier. Als Lieferjunge komme ich wohl noch nach den Geiern. Ja, ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja Schallplatten mit Taubengurren. Müsst ihr sagen, wenn ihr sowas habt. Stören Sie die vielen Kameras nicht? Arbeiten Sie für Patrick Partout? Ja, es wird wahrscheinlich noch irgendwas mit diesen Kameras. Stören Sie die... Die bin ich gewöhnt. Früher habe ich als Drehbuchautor für Liebe, Macht, Laune mit im Büro vor den Monitoren gesessen, wenn aufgezeichnet wurde. Schließlich wollte ich ja wissen, was man da aus meinem Baby macht. Trotzdem, eine Überwachung bleibt eine Überwachung. Okay, ich gucke jetzt mal, ob wir da jetzt reinkommen. Später. Jetzt kann man nur mit Tim da nicht rein, ne? Gucken, ob es hier auch noch irgendwas für ihn gibt. Der Schlosser von Rimini war der Durchbruch für Doremi Faso.
Er brillierte vor allem in Actionfilmen. Der Mann war mehrmals für den Oscar nominiert. Vor wenigen Jahren ist er auf seinem Weingut bei Hollywood gestorben. Hm, gut. Vermitteln Sie auch Stuntmänner? Woher stammt die Bezeichnung Seifenoper? Alles begann vor 70 Jahren im amerikanischen Radio. Eine Firma für Seifen suchte nach einem Werbespot und hatte da eine nette Idee. Warum nicht eine Handlung drumherum erfinden? So entstanden die Herzschmerzgeschichten, wie man sie bis dato aus der Oper kannte. Unterbrochen von Werbung für Waschmittel und Co. Später übernahm das Fernsehen diese Seifenopern. Es funktioniert noch heute. Tja, nur statt der Hausfrauen hocken sämtliche Mädchen vor der Glotze. Vielleicht das Apothekenlieferant. Ja, finde ich gar nicht schlecht. Da hat er ja schon abgelehnt, der Apotheker. Vielleicht hat er seine Meinung mal geändert, ne? Kann ich für Sie nicht mal wieder Medikamente? Tut mir leid, Tim. Na. Zurzeit haben wir keinen Bedarf. Schade. Na gut. Ja, gucken, ob hier ist hier alles in Ordnung oder muss ich mein Argus-Auge schweifen lassen? Officer William Sauerlich an Police Department. Habe Patrouille routinemäßig beendet. Keine besonderen Vorkommnisse. Over. Wie in der einen Episode von Drei Bengel für Shirley. Dem wollte doch Statist werden. Ach so, da kann ich auch mit Willi quasi für Tim fragen? Aha. Oh ja, das ist natürlich eine Überlegung. Wo war der denn nochmal hier? Können Sie mich nicht spontan als Statist einsetzen? Ich suche tatsächlich händeringend einen Statisten. Wir wollten unseren attraktiven sportlichen Laufburschen einsetzen, aber der ist krank geworden. Urplötzlich. Und du? Du bist wohl mehr der gemütliche Typ. Verstehe. Es gibt ein Zeitproblem. Du bist wohl eher der Unattraktive, deshalb ist das jetzt natürlich schwierig. Okay, jetzt wissen wir das und jetzt gehe ich mit Tim quasi nochmal zu der Agentur, oder was? Also das war schon ein Diss. Vermitteln Sie auch Stuntmänner? Woher stammt die Bezeichnung Seifenoper? Er hat jetzt gar nicht angeboten, dass er... Nein, wir... Wie mache ich das denn? Oder mit ihm nochmal vorne hin? Dieser zickigen Maya bin ich bestimmt nicht zum letzten Mal begegnet. Willis Ausweis? Entschuldigung, darf ich auf das Gelände? Kein Durchgang ohne Genehmigung. Vorschrift ist Vorschrift. Nein, das kann ich nicht machen. Selber noch anrufen? Nee, Tim ist nicht der, der so Quiz-Sachen macht. Oder Willi noch mal zum Casting und da dann noch mal? Warte mal. Was passiert eigentlich, wenn ein Hauptdarsteller das Handtuch wirft? Muss man eine Schauspielausbildung haben, um in einer Soap mitzuspielen? Was passiert eigentlich, wenn ein Hauptdarsteller das Handtuch wirft? Wenn die Figur, die er verkörpert hat, in der Serie bleiben soll, muss jemand her, der geeignet ist, seine Rolle einzunehmen. Das nennt man Recasting und ist eine heikle Angelegenheit, weil nicht jeder Recast vom Publikum angenommen wird. Tja, oder man erfindet eine hanebüchene Episode. Eine Gesichtsoperation oder so, damit jemand ganz anderes in die Rolle schlüpfen kann. Mit Tim zu Willi nach Hause? Ja, könnte man auch mal probieren. Ob Klößchen überhaupt zu Hause ist? Da rückt und rührt sich nichts.
Ah, wie kriegen wir das denn hin? Oder wir gucken gerade noch mal, ob jetzt vielleicht hier die Quizshow stattfindet. Später. Nee. Kann ich noch eine weiterführende Frage? Was ist eigentlich... Wissen Sie, dass ich den perfekten Statisten und Laufburschen für Sie habe? Was ist eigentlich Ihr Job? Haben Sie immer alles im Griff? Tragen Sie viel Verantwortung? Was wird denn gerade gedreht? Wissen Sie, dass ich den perfekten Statisten... In der kurzen Zeit? Ein so. Freund, hm? Ich nehme dich beim Wort. Warte mal. Seiko, hier ist Rolf. Ah ja. Ja, Rolf Centurius. Du, ich brauche ratzfatz einen Statisten. Wie üblich am besten schon gestern. Wie? Weiß ich doch. Aber gleich kommt jemand vorbei, ein, Peter Carsten. Wir nennen ihn Tim. Tim Peter Carsten. Mach alles fertig, dann kann er bei mir antanzen. Ciao. Sag deinem Freund, er soll zur Agentur Goodwill. Die kennen wir. Na, da wird Tim Augen machen. Okay, sehr gut. Groß, schlank, sportlich, engagiert, nette Erscheinung und auf der Stelle verfügbar. Peter Carsten, du bist unser Mann. Oh, bin ich plötzlich so gefragt? Ein Freund von dir hat dich empfohlen. Nimm deinen Statistenausweis und melde dich auf dem Studiogelände Grüneberg bei Rolf Centurius. Pronto! Peter Carsten, wir nennen ihn Tim, also eigentlich Tarzan, manchmal auch Schokoprinz. Ja. So, jetzt hat jeder einen Ausweis, sehr gut. So, zack. Als Statist dürfte ich keine Probleme haben, auf das Gelände zu kommen. So. Hier, zack. Mein Ausweis. Einen Moment. So. Tim, Peter, Carsten. Jetzt hat alles seine Ordnung. Als Statist kannst du jederzeit auf das Studiogelände. Du brauchst dich nicht mehr bei mir zu melden und kannst gleich durchgehen. Den Aufnahmeleiter findest du bei Gebäudekomplex B. Okay, B wie Bertha. Vielen Dank. Ja, das Drogenthema war schnell abgehakt. Jetzt geht's eher darum, dass wir alle auf das Gelände Du kannst jetzt durch. Na dann mal los. Ja, ich schicke ihm jemanden vorbei, der seine alten Geschichten hören will und ihm zur Hand geht. Natürlich. Wir sind doch nette Menschen. Sind Sie Herr Centurius? Hallo, ich bin Peter Carsten. Aber nennen Sie mich Tim. Ich bin wegen des Statistenjobs hier. Junge, du kommst wie gerufen. Dein pummeliger Freund hat nicht zu viel versprochen. Oh Mann, ey. Wann geht es los? Bekomme ich Mikey Hobler zu sehen? Wohl nicht. Wie es aussieht, müssen wir ein paar Änderungen vornehmen. Bitte geh in den Fundus, der liegt im C-Komplex, und frag den alten Heberlein, ob du ihm ein wenig zur Hand gehen kannst. Er war mal Stuntman. Echt? Da bin ich aber gespannt. Oha, okay. Na, jetzt wissen wir es aber. Was für ein Durcheinander. Mal sehen, wo ich diesen Herrn Heberlein finde. So, Taubenmann. Herr Heberlein? Herr Heberlein! Kann ich Ihnen behilflich sein? Hm? Tim? Ah, Tim. Du wurdest mir angekündigt. So. Ich bin etwas schreckhaft geworden seit meinem Unfall 1959. Komm her, dann erzähle ich dir davon. Gerne. Ich habe jetzt erstmal eine Frage. Ich möchte wissen, wo diese Taube ist, aber sofort. Na, hier haben Sie aber ein Schmuckstück, Herr Heberlein. Das war doch bestimmt schon zu Ihrer Zeit antik. Nicht wahr? Das Grammophon hat einen bemerkenswerten Klang. Ich pflege es besonders gut. Es versetzt mich in einen sentimentalen Glücksrausch, wenn ich die passende Platte auflege. Aha. Und jetzt müssen wir die richtige finden. Ja, was wird er wohl gerne hören? Ach so.
Das war keine schlechte Zeit. War das der Glücksrausch? Alter, wenn der jetzt nicht sofort. Was sagt, hat sich 1959 zugetragen? Waren Sie tatsächlich Stuntman? Was hat sich 1959 zugetragen? Damals hatte ich noch Saft in den Knochen. Ein Mann voller Träume. Aber dann, Krach, Bumm, aus war's. Autounfall. Freundin weg, Karriere im Allerwertesten. Und statt Stars zu dubeln, landete ich im Fundus und wurde zu dem Fossil, das ich heute bin. Manchmal komme ich mir selber vor wie eine meiner Requisiten. Aber Sie sind dem Film treu geblieben und haben viele Sternchen auf- und untergehen sehen. Wird seit 1959 nicht mehr gejuhut. Das, mein Junge, bin ich. Oder war ich. Tolle Maschine, was? Eine Zündapp KS600, Baujahr 39, 28 PS, 4700 Umdrehungen, Hubraum 597 Kubikzentimeter. Bei solchen Stunts fühlte ich das Adrenalin in meinem Körper. Nach meinem Unfall, erwähnte ich den schon? Haben Sie mich mit Schmerzmitteln vollgepumpt, dass ich mich fühlte, als würde ich unter Drogen stehen. Da war mit allem. Da haben wir das Drogenthema wieder. Konsumiert ein Star wie Mikey Hobler Drogen? Drogen in Grüneberg? Nein, nein. Oder doch? Wir sind hier eine große Familie. Da müssten schon handfeste Beweise her, ehe ich das glaube. So, jetzt werden wir mal hier. Ach, ich kann das gar nicht zeigen, das Ali Spirali. Was für ein lästiges Vieh. Ach, herrje. Das tut mir leid. Hä? So gehst du also mit meinen Arbeiten um? Du Böckschwein. Sieh bloß zu, dass du Land gewinnst. Böckschwein? Was war das denn jetzt? Niemand. Hey, Bürschlein. Okay, das war eine komische Aussprache von Bürschlein, oder? Habe ich jetzt verloren? Okay, jetzt nochmal. Herr Heberlein, es tut mir schrecklich leid wegen der Wand. Gehst du wieder die zu? Die ist schon repariert. Aber mit dir rede ich kein Wort. Kein Wort. Ich muss ihn besänftigen. Vor 2 Sekunden. Ah ja, jetzt brauche ich... Ja, okay. Vielleicht lässt sich damit der Heberlein wieder gnädig stimmen. Tja, was ist jetzt so sein... Komm, nehmen wir mal die. Sag mal, sollen die Tauben vor Schreck was fallen lassen? Raus! Gut, das war's wohl nicht. Ey, wenn da jetzt für Elise abgespielt wird, ich sag's euch. Herr Heberlein, es tut mir schrecklich leid wegen der Wand. Die ist schon repariert. Aber mit dir rede ich kein Wort. Kein Wort. Ich muss ihn besänftigen. Das erinnert mich an das Begräbnis meiner Eltern. Du hast kein Taktgefühl. Ja. Lass mich allein. Dann war doch das, was sie als allererstes genommen hatte, schon das Richtige. Okay. Herr Heberlein, es tut mir schrecklich leid wegen der Wand. Die ist schon repariert. Aber mit dir rede ich kein Wort. Kein Wort. Ich muss ihn besänftigen. So, wenn es jetzt die nicht ist, dann weiß ich auch nicht. Das habe ich jetzt gebraucht. Danke, Tim. Schön, dass nicht nur ein Tölpel in dir schlummert.
Scheiße, wo ist die hier oben? Das können die doch nicht machen. Die können doch nicht so ein Taubengeräusch und dann ist sie nirgendwo. Also das ist doch... Das ist doch Folter. Was hat sich 1999... Waren Sie tatsächlich Stuntman? Bitte? Oder er sitzt auf Stuntman. Der Taube. Ja! Den rasenden Häberlein haben sie mich genannt, seitdem ich Dorimifaso in der Schlosser von Rimini gedubelt habe. Mir hat er seinen Ruhm als Actionstar zu verdanken. Er selber schaffte es kaum halbwegs vernünftig, eine Treppe runterzufallen. Ha! Nun gut, man soll Toten nichts Böses nachsagen. Fasos Grabstein wird von der kalifornischen Sonne beschienen. Und ich habe meine bleichen, müden Knochen vorerst in diesen Sessel gebettet. Oh Mann, mir läuft das gerade eiskalt den Rücken runter. Ja, ihr hört keine Tauben im Chat. Hm. Was für ein lästiges Vieh. Nee, aber kann ich doch jetzt nicht wieder... Ach, herrje, das tut mir leid. So gehst du also mit meinen Arbeiten um? Nee. Du Börschlein, sieh bloß zu, dass du Land gewinnst. Nee. Nee, ich möchte jetzt die Quizshow bitte machen. Später. Nein. Komm ich denn da weiter? Das gibt's doch nicht. Oder vielleicht ist ja die jetzt auch mal anwesend. Abgesperrt. Und von Tina Marie keine Spur weit und breit. Ich fürchte, wir sind in einen Loop gefangen. Muss besänftigt werden, damit man an die Jacke kann. Nein, es tut mir schrecklich leid wegen der Wand. Die ist schon repariert. Aber mit dir rede ich kein Wort. Kein Wort. Was glaubt ihr, was wir die nächsten 3 Stunden machen? Das habe ich jetzt gebraucht. Danke, Tim. Schön, dass nicht nur ein Tölpel in dir schlummert. Gabi nochmal? Ja, wenn ich jetzt wieder hinklicke, dann ist da die Taube, wollte ich gerade sagen. Fliege. Ja, ich gehe wieder raus. Komm, Gabi. Was heißt denn eigentlich, auch, dass manche orange sind und manche rot? Ist das ein Zeichen, dass man da was machen muss mit der Person? Was soll das heißen, Mikey Hobler? Dass ich dein edles Antlitz verunstaltet habe? Mikey. Und er hat Zoff. Schmier dir doch den Mist selber auf die Backe. Mann, komm, mach, ich hab nicht ewig Zeit. Centurius wartet. Wenn der gnädige Herr wenigstens einmal stillhalten würde. Aber nein, was soll diese Zappelei? Übst du für eine Gastrolle als Hampelmann beim Sandmännchen? Na, gute Nacht. Ich werd dir gleich mal gute Nacht geben. Noch etwas Haarspray gefällig? Hier hast du die ganze Büchse. Oh nein, mein schöner Spiegel. Mikey, du bist ein Scheusal. Weißt du denn nicht, dass das 7 Jahre Unglück bringt? Ja, ja, bla, bla, bla. Dann hol dir einen aus dem Fundus oder setz den mir auf meine lange, lange Liste. Hm? Geht's wieder? Ich war ein bisschen hart zu dir, was? Sorry, Mann. Ich bin scheißmüde. Okay. Ich muss mich jetzt erstmal frisch machen. Ruh dich aus. Was für ein Drama. Das ist der falsche Zeitpunkt, mich Mikey zu nähern. Bloß weg. Na super. Tina Marie ist nicht da. Wann werde ich bloß den Schminkkoffer los? Ah, das ist der Typ aus der Fernsehzeitung. Mikey Hobler. Er sieht ganz friedlich aus, aber ihn zu wecken traue ich mich nicht. Ah ja, Perücken. So, haben wir hier noch irgendwas zum Mitnehmen? Hallo? Hallo! Hä? Du bist kein Schauspieler. Weg mit dir! Ja doch.
Ja, aber was macht wohl Gabi, wenn sie jetzt da den schlafenden Star sieht? Jetzt ist es wohl an der Zeit, Mikey Hobler gegenüberzutreten. So, Mikey Hobler, wollen wir doch mal sehen, ob du nun der Typ vom Schulhof bist oder nicht. Kein Muttermal zu sehen. Hä? Oder ist es etwa überschminkt worden? Ich nehme besser nichts von dem, was im Raum herumliegt. Was ich mache, darf nicht auffallen. Sonst rastet Mikey noch aus. Ein Doppelgänger? Ich gehe hier nicht weg, bevor ich fertig bin. So eine Gelegenheit bietet sich so schnell nicht wieder. Wie voll. Nee, wir können jetzt nicht einfach Ali Spirali. Ja, wie, was soll ich denn? Nee, Leute. Wie? Hä? Hey, warum soll ich denn den jetzt anmalen? Das verstehe ich doch jetzt überhaupt. Das verstehe ich jetzt irgendwie gar nicht. Das geht jetzt nicht hier, oder was? Ich kann nur diese Farbe ändern. Hä? Wie Muttermal? Das ist doch viel zu groß für Muttermal, oder was? Der Lappen. Da ist etwas, oder? Oh Gott, ach so. Das Muttermal. Also doch. Mikey Hobler war wirklich der Dealer. Ich fass es nicht. Was machen wir denn jetzt? Auf jeden Fall muss ich meine Spuren wieder beseitigen. Okay, das macht mehr Sinn. Als, ja, du sollst ihn jetzt einfach rote Wangen schminken. Okay. Muss ich das jetzt wieder überschminken schnell? Jetzt halber. So, das sieht wieder gut aus. Ja. Indizien sind jedoch keine Beweise. Wir müssen noch herausfinden, woher Mikey diese Tabletten hat und was die mit dem Pilz bewirkt. Schmink es würde mich nicht wundern, Bart. Wenn Mikey wir selbst sein bester Kunde ist. Ich weiß nur nicht, ob ich auf ihn wütend sein oder ihn bedauern soll. So, jetzt rein mit der Ali-Spirale. Ich gehe hier nicht weg, bevor ich fertig bin. So eine Gelegenheit bietet sich so schnell nicht wieder. Hey, was denn jetzt noch? Gut, dass ich so dezent war. Tina Marie wird nicht merken, dass ich an ihrem Köfferchen gewesen bin. Ach so. Und jetzt die Ali Spirali. Jetzt dürfen wir wahrscheinlich nichts mehr machen, ne? Hm, okay. Hallo, Sie! Juhu! Hm? Also da soll mich doch... Freund! Hier wird nicht gejuhutet. Wo sind wir denn? Auf der Kirmes? Ich möchte sofort meine Ruhe haben. Sofort! Entschuldigung. Wie ist der denn drauf? Hier wird nicht gejuhut. Das merken wir uns aber, das werde ich auch schon mal sagen. Später. Das kann nicht sein. Also ich muss jetzt hier wirklich mit Tim noch was machen bei dem, oder wie? Ich traue mich dann nicht mehr an die Wand. Da ist doch gleich wieder die Fliege und dann... Wenn ich im Chat jemanden juhuen sehe, dann wird er sofort blockiert, sage ich euch. Das habe ich auch schon gefragt. Ich glaube, der kann hier nichts mehr machen, ne? Was hat...
Muss er einfach woanders hin? Guten Tag, ich bin Tim, Statist bei Liebe macht Laune. Ach du meine Güte! Diese Serie verfolgt mich noch bis ins Grab. Ich bin Felix Tomczak. Ich war mal im Autorenteam. Das hält man aber auf die Dauer nicht aus. Das kann ich leider nicht beurteilen. Schreiben Sie jetzt für eine andere Serie? Haben Sie als Autor nicht gut verdient? Sagen wir mal, es war nicht eben angemessen. Jetzt habe ich einen Vertrag bei Begindur Productions. Ich muss mich zwar erst hocharbeiten, aber ich mache meinen Weg. Jawohl. Und so. Die Bezahlung ist anständig. Das ist frisch gefragt. Bei so viel Ehrgeiz werden Sie eines Tages in die Fußstapfen von Patrick Patou treten. Das rote Licht brennt noch immer. Aber hier ist offen. Na, wen haben wir denn hier? Mikey Hobler. Was willst du? Schickt er dich? Ich tu doch schon mein Bestes. Miese Ratte. Okay, was haben wir denn jetzt hier verpasst? Was ist das hier unten? Wag es nicht, Jumpy anzufassen. Ich rufe den Sicherheitsdienst. Dann musst du ein für alle Mal runter vom Gelände. Was? Warte mal, aber kriegen wir den jetzt da? Ich werde mal ein paar Takte mit Mikey reden, sofern er da ist. Hallo Mikey, kennst du mich noch? Oh yes. Du hast mir auf dem Schulhof eine Ecstasy-Tablette angedreht. Mit Drogen scheinst du weniger zu geizen als mit Autogrammkarten, was? Tut mir leid, ich hoffe, du hast keinen Ärger bekommen. Tatsächlich bin ich selber mal auf diese Weise einem Kumpel auf den Leim gegangen. Mir war hinterher speiübel. Dir auch? Ach, Gabi, es tut mir echt leid. Wie kann ich das wieder gut machen? Soll ich dich zu einem Eis einladen? Ich bin allerdings gerade etwas klamm. Das ist nett, aber... Was ist denn das für einer? Das würde mein Freund Tim bestimmt nicht gerne sehen. Und abgeblitzt. Ich würde dich gerne auf ein Eis einladen. Aber du bezahlst. Gibst du mir ein Autogramm? Wer hat dir denn das Ecstasy angedreht? Oh. Gibst du mir ein Autogramm? Erstmal Autogramm. Autogramme zeugen von einer allzu flüchtigen Begegnung, besiegelt mit billigem Kugelschreiber auf lügnerischem Hochglanzpapier. Es sind die schönen, edlen Begegnungen zwischen einem Mann und einer Frau, die ich festhalten möchte. Mit einem tiefen Blick, einem Strich über die Wange, einem Kuss. Ach, hör lieber auf. Ich bekomme ganz weiche Knie. Ach du meine Güte. Eieieiei. Ist sie nicht erst irgendwie 14? So? Willst du sie mal sehen? Sie hat vorhin ein Heimchen verspeist. Oder warte mal, war das gestern? Ich liebe es vor allem, sie in die Hand zu nehmen und ihr über den haarigen Pelz zu streichen. Je, was ist da drin? Mit der Dame lasse ich dich besser allein. Ist das eine Spinne? Warte mal nochmal, jetzt wir fragen nochmal nach den Drogen. Das ist eine Taube. Wer hat dir denn das Ecstasy angedreht? Ich will niemandem Schwierigkeiten machen. Lass uns lieber über die schönen Dinge im Leben eines Mädchens reden. Wie die Liebe. Jetzt machst du doch jemandem Schwierigkeiten. Und denk nur mal an all die Leute, die dein ominöser Kumpel mit Stoff versorgt. Ach Mann, das war jetzt die einzige Interaktion? Jetzt gibt's Ärger. Wir haben eben zu schnell auf das Spinnending geklickt. Lässt du gefälligst meine Freundin in Ruhe? Oh. Wie lange dealst du schon mit Drogen? Lässt du gefälligst meine Freundin in Ruhe? Ich will nichts von irgendjemandem. Ich will meine Ruhe. Das ist ja... Muss gleich auf den Mund, kriegst du gleich! Ein bisschen nervig, dass man immer erst raus muss, um dann die andere Frage zu stellen. Oder vielleicht mal mit Karl? Freie Bahn.
Hi, ich heiße Karl. Und du bist Mikey Hobler. Yep, bringst du meine Pizza? Ich hab einen Mordskohldampf. Nein, da muss ich dich enttäuschen. Ich bin Quizkandidat und wollte mal mit einem kameraerfahrenen Profi reden. Nimmst du was gegen Lampenfieber? Was sagen denn deine Freunde zu deinem Erfolg? Nimmst du was gegen Lampenfieber? Oh, jetzt kommt gleich hier. Smack Beauty. Wenn ich gut drauf bin, habe ich kein Lampenfieber. Und damit ich gut drauf bin, achte ich auf gute Nahrungszusätze. Vor allem Vitamine. Ich habe da gute Connections. Interessiert? Ach, danke, lass stecken. Mein Obst- und Gemüsehändler zu Hause um die Ecke leistet seit Jahren gute Dienste. Jetzt hätten wir den doch fast gehabt. Ob Mikey in seiner Garderobe steckt? Klopf, klopf. Hallo Mikey, ich bin Willi Sauerlich. Oh, da will wohl einer verreisen. Verreisen? Schön wär's. Nein, ich bin nur ein wenig schlampig zurzeit. Mir wächst vor Stress alles über den Kopf. Sag mal, bist du einer der reichen Schokoladensauerlichs? Mit Villa und so? Na, dann sind wir ja beide zwei nicht ganz Unbekannte. Da fragt sich nur, wessen Branche das Rennen macht. Schokolade oder drollige Schauspieler? Oh, das war aber knapp jetzt. Brauchst du Geld? Weißt du, wo ich Tina Marie finden kann? Brauchst du Geld? Brauchst du Geld? Oh Mann, ey, immer. Und möglichst viel. Ich bin ganz schön in den Miesen. Aber vor allem brauche ich eine Bleibe. Tja, ich habe sowieso nur ein paar Cent bei mir. Sag mal, also irgendwie kommen wir hier nicht so ganz vorwärts mit dem. Können wir jetzt vielleicht erstmal Quizshow machen? Nee, immer noch nicht, ne? Später. Wer hat dir denn das Ecstasy angedreht? Gibst du mir ein Autogramm? Nee, hier haben wir auch gibst alles. Du Autogramm? Alles gemacht. Vielleicht jetzt nochmal hier hinten. Abgesperrt. Oh Mann. Und von Tina Marie keine Spur weit und breit. Ja, ich fürchte, wir müssen... Also, hier geht's doch. Mit Willi nochmal bei Mickey gucken. Nee, ich klicke da nicht mehr auf diese Tür. Was für ein hübsches Motiv. Stammt die Postkarte von irgendwelchen Fans? Von den schlimmsten, meinen Eltern. Lies sie nur. Lieber Michael, wir hoffen, dich auf diesem Wege zu erreichen. Papa und ich sind sehr traurig, dass du nichts mehr von uns wissen willst. Klar, das lässt man jeden lesen. Wollen wir nicht noch einmal über alles reden? Wir sind immer für dich da. Hast du eine neue Bleibe? Es ist doch so kalt. Dein Zimmer ist immer geheizt. Für dein Haustier wird sich eine Lösung finden. Melde dich mal. In Liebe, deine Eltern. Die können mir mal im Mondschein begegnen, diese Heuchler. Das Einzige, was mich tatsächlich interessieren würde, ist ein geheiztes Zimmer. Sag mal, Willi Sauerlich, in deiner Villa ist es doch bestimmt schön warm, oder? Und wenn ich nun ein, zwei Tage bei euch reichen Leutchen übernachte? Centurius will mich hier rausschmeißen und draußen ist es schweinekalt. Dann wärst du ja obdachlos. Ich weiß nicht. Wir können ja mal bei Gelegenheit darüber reden. Und jetzt will ich wissen, was du für ein seltsames Haustier hast. Bist ein feiner Kumpel, Willi. Dir zeig ich Jumpy gern. Letztens das PC-Bauvideo gesehen. Ja, das ist der gleiche PC, den wir da zusammengebaut haben, den ich jetzt hier gerade nutze. Du hältst dir eine Spinne? Hi, Jumpy. Keine Angst, das ist Willi. Der tut dir nichts. Ach, hier drin. Jumpy ist eine Martinique-Baumvogelspinne.
Du hättest mal meine Alten sehen sollen, als ich sie angeschleppt habe. Jumpy hat sich brav gehäutet und eine Wohnröhre gesponnen. Siehst du sie? Ja, da am Ast. Ist sie sehr gefräßig? Seit ihrer Häutung will sie täglich 3 kleine Heimchen. Das sind so kleine Grillen. Jo, mein kleiner Nimmersatt, gehst auch selber auf die Jagd, nicht wahr, meine kleine Süße? Wie macht sie das? Ich habe ein paar Mal beobachtet, wie sie ein Heimchen im Sprung aus der Luft gefangen hat. Ehrlich. Hey, ist das da drin eine Autogrammkarte von dir? Für meine süße Jumpy. Damit sie an mich denkt, wenn ich gerade mal nicht da bin. Jumpy ist der einzige Fan, der ein Originalautogramm von mir besitzt. Mikey, oh, Leute. Das ist ja sowas von abgefahren. Oh, ich mag es nicht, wenn eine Spinne irgendwas mit Springen heißt. So Springspinne oder so. Oder Fliegspinne. Oder wenn die irgendwas kann. Lass Jumpy lieber in Ruhe. Scheiße, wie komme ich denn da? Oh nee. Wer muss das jetzt rausholen? Die Springfuchtel. Lass Jumpy lieber in Ruhe. Das kann ich jetzt nicht machen, oder? Müssen wir jetzt vielleicht warten, bis Mikey wieder irgendwie aus dem Raum raus ist? Wer wird sowas machen? Will ich am ehesten Tim sehen? Aber solange der da noch drin ist. Ja, oder mit einer ruhigen Hand, dann. Oder nochmal mit Willi? Mikey? Mikey! Der ist so abgelenkt, dass er meine Anwesenheit gar nicht bemerkt. So, jetzt wird gefischt. So, Spider-Man. Jetzt mal her mit dem Autogramm. Mann, oh. Mist. Wie macht das denn? Mann, oh. Mist. Mist. Hä? Oder muss ich da langsam hin, oder wie? Oh Gott, das wäre... Nee, oh Mann. Okay. Wo die Spinne? Ach so. Ah, sobald hier ein Blatt drankommt, oder was? So, die Fäden auch. Hä, wo komme ich denn da überhaupt durch? Wie soll ich denn da drankommen, wenn ich weder an den Platten noch an den Faden kommen darf? Am Ast entlang? Holz geht. Wo die Spinne? Okay, bei Steinen kommt's ja auch raus. Okay, dann gehen wir vielleicht. Da unter dem Stein lang?
So, jetzt vorsichtig raus damit. Komm ich denn noch mal her? Oh. Ab in unsere Tasche damit. Okay, ich möchte gerne das Glas auch noch zumachen. Okay, gut. So, das haben wir. Wofür braucht man nochmal das Autogramm? Schon so lange her. Ne, jetzt nicht zu laut Juhu. Da wisst ihr, was da gleich passiert, wenn ich jetzt hier zu laut Juhu sehe im Chat. Mann, dann geht denn das mal los? Kennen Sie Mikey Hobler? Die bloße Erwähnung seines Namens erzeugt bei mir Brechreiz. Als ich noch Drehbücher für Limahl verfasste, musste ich andauernd wegen Mikey das Drehbuch ändern. Irgendwann hatte ich es einfach satt. Das klingt nach einer Landplage, die sich auf Nervenzusammenbrüche spezialisiert hat. Eine Apotheke? Apotheke, Bipotheke, Bezicke, Dicke, 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 Dicke. Gehen wir nochmal hier mit der Dingsbums. So, jetzt geht's ab. Sieh mal, Sissy, was ich für dich habe. Ist das? Meine Süße. Ist das ein Autogramm von Mikey Hobler? Ja, diesmal ist deine Unterschrift original. Für meine Sissy. Oh, Gabi, wie soll ich dir nur danken? Indem du mir den Clubausweis noch ein Weilchen überlässt. Und bitte, 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 lass mich diese unselige Tablette untersuchen. Ein persönliches Autogramm? Von Mikey Hobler. Gut, dass sie nicht richtig lesen kann. Weißt du was, Gabi? Herr Brodonski ist gerade zu Tisch. Ich halte hier die Stellung und du gehst nach hinten, okay? Abgemacht. Ach, endlich. Oh Mann, das war jetzt ein langer Weg. Das ist nett von Sissy. Aber ich spüre ihren Blick in meinem Rücken. An ihrer Stelle würde ich ebenso handeln. Immerhin bin ich eine fremde Person, in der ihr Chef gleich einen Junkie sehen würde. So, was machen Hoffentlich wir? Lässt sich Herr Brodonski reichlich Zeit. So. Ab in den Mörser. Wie mörse ich denn? Wie mörse ich? Hilfe! Keine Macht im Stößel, ja. Gib mir mal Mörsezeichen, wie ich das mache. Den Stößel kann ich jetzt gut gebrauchen. Okay. Okay. So. Der Objektträger. Nun den Spatel. Da geht sie hin. Jetzt gibt's kein Zurück. Hab mir schon öfter Drogen oder Mikroskop angeguckt, das weiß ich, wie das hier geht. So. Der, wie gucke ich jetzt? Wie gucke ich denn? Nochmal, ach so, nochmal. Ganz sachte, sonst geht es kaputt. Ich guck die mir immer so roh an. Das sitzt. Das hält. So. So, mal sehen. Ziemlich undeutlich. Das lässt sich schärfer einstellen. Das eine Stück da erinnert mich an die getrockneten Steinpilze, die Mama einweicht, wenn sie Gulasch macht. Außerdem war ein Pilz auf der Tablette abgebildet. Ich wette, das hier ist kein Steinpilz. Sissy, kommst du mal? Hexenbesen!
Was hast du entdeckt, Gabi? Schau mal, das Blaue da. Kann das von einem Pilz stammen? Ich habe nichts eingefärbt. Da könnte jemand bereits eine Laborprobe gemacht haben, um einen bestimmten Stoff nachzuweisen. Die Verfärbung ist womöglich auf Luftkontakt zurückzuführen. So richtig hilft das nicht weiter. Aber dein Pilzverdacht könnte eine heiße Spur sein, Gabi. Es gibt sogenannte Zauberpilze, die einer Droge gleichkommen. Allerdings sind Pilze nicht gerade mein Spezialgebiet. Es ist besser, du machst dich auf die Socken, Gabi. Herr Brodonski muss jeden Moment zurück sein und ich will noch alles wegräumen hier. Danke, Sissi. Wegräumen. Ein Viertel haben wir geschafft. Oh, das wird aber eine lange Folge. So. Wir brauchen einen Pilzexperten. Wer ist denn Pilzexperte bei denen? Der Apotheker? Okay, da könnte ich nochmal gucken. Wie soll man sich verhalten, wenn jemandem wegen einer Droge übel wird? Was bewirken denn diese Ecstasy-Tabletten, vor denen das Plakat warnt? Oh, zunächst wirken sie anregend. Man ist voller Energie und Freude und quasselt drauf los. Von Müdigkeit keine Spur. Es gibt Leute, die nehmen welche, um die ganze Nacht durchtanzen zu können. Aber es stellt sich auch Unruhe ein, Kopfschmerzen und Übelkeit. Der Körper merkt rasch, dass er um Schlaf betrogen wurde und der Wasserhaushalt gestört ist. Dem Höhenflug folgt ein tiefer Fall. Eine schreckliche Vorstellung, die Kontrolle über seinen eigenen Körper zu verlieren. Naja. Ja, so wirklich Pilzexperte ist jetzt auch nicht, ne? Warum ist das jetzt zum Beispiel bei ihm rot? Also müssen wir mit Karl zur Apotheke. Waren Sie mit Ihrem Wissen schon mal Quizkandidat? Warum haben manche Tabletten eine Rille? Nee, warum, das haben wir auch schon. Warum hat eine Rille? Ach, rot ist, wo du. Ach so, wo ich gerade bin. Naja, okay. Nee, das ist doch immer noch nicht. Sag doch gar nichts mehr. Wann geht es los? Ich sag dir Bescheid, wenn du ins Studio kannst. Du bist nämlich noch etwas früh dran. Ich kann es gar nicht erwarten, alles hinter mich zu bringen. Willi hat zuerst von Pilzen gesprochen, das stimmt. Der hat von diesen Hexenbesen Nummer da. Mit dem Nummer zur Apotheke? Was? Wie nennt man Pilzforscher? Okay. Was sind Zauberpilze? Kann es wahr sein, dass Drogenhersteller Pilzextrakte mit Ecstasy kombinieren? Ist es gefährlich, selber Pilze zu sammeln? Was hat es zu bedeuten, wenn ein Pilz einen blauen Farbstoff vorweist? Moment, Moment, das ist ja sehr wirr. Tja, es gibt einen Stoff namens Psilocybin, der im Labor unter Luftoxidation einen blauen Farbstoff ergibt. Ist das der Fall, besteht die Möglichkeit, dass es sich um einen Rauschpilz handelt. Psilocybin und seine Zubereitungen fallen unter das Betäubungsmittelgesetz. Es hätte mich auch gewundert, wenn dieser Inhaltsstoff nicht verboten wäre. Okay, kann man da noch mehr fragen mit ihm? Gehen wir nochmal hin. Ist es gefährlich, selber Pilze zu sammeln? Kann es wahr sein, dass Drogenhersteller Pilzextrakte mit Ecstasy kombinieren? Kriminell, nicht wahr? Manche Pilze enthalten Stoffe, die neben völliger Reizüberflutung eine gefährliche Erhöhung der Körpertemperatur bewirken. Wenn außerdem diese Partydrogen genommen werden, kann es zu einem Hitzschlag kommen.
Du siehst das also, dass dieser Drogenmix eine weit unterschätzte tödliche Gefahr darstellt. Da haben Sie recht, Herr Brodonski. Oh Mann, ich muss schleunigst Mikey warnen, ehe der sich noch selber diesen Mist reinpfeift. Okay, so. Schnell zu Mikey. Das ist wahrscheinlich weg, oder? Oh nein, ja. Mikey hat seine Zelte abgebrochen. Wenn er sich was eingeworfen hat, unterschätzt er noch die Eiseskälte da draußen. Wir müssen ihn unbedingt finden. Ja, wo wird er sein? Wird er jetzt zu Villanka sein? Nee, oder? Officer William Sauerlich an Police Department. Wo wird er sein? Casting-Agentur? Nebengebäude? Abgesperrt. Und von Tina Marie keine Spur weit und breit. Ja, vielleicht ist es Mikey, der da immer so gurt. Ja, der ist doch jetzt nicht zur Apotheke, oder? Nee. Ja, wo hätte sein? Begindur ist der Name der Produktionsfirma. Die wissen, was es heißt, durch eine schlechte Show Geld zu verlieren. Mit dem Quiz haben sich die Bosse für ein Format entschieden, das mit sattem Gewinn alle Pleiten wettmacht. Wer hätte etwas an einem Goldesel als Zugpferd auszusetzen? Stören Sie die vielen Kameras nicht? Arbeiten Sie für Patrick Partout? Ja, und es ist mir eine Ehre. Partout ist ein toller Mann. Ich bewundere, wie er den ganzen Stress aushält. Sicher weißt du noch aus der Presse, wie viel Geld er damals bei seiner Scheidung verloren hat. Das hätte ihn fast die Karriere gekostet. Und dennoch ist kein Tag vergangen, an dem er sich nicht den Herausforderungen seines Berufs gestellt hätte. Ein super Typ. Herr Partout scheint was von einem Stehaufmännchen zu haben. Oder vielleicht nochmal mit jemand anderem zu Villa Sauerlich? Bitte da reinkommt. Da rückt und rührt sich nichts. Nee. Ich möchte meinen Quiz machen. Was erwartet mich in der ersten Quizrunde? Was erwartet mich in der zweiten Quizrunde? Was erwartet mich in der dritten Quizrunde? Haben Sie Mikey vor kurzem gesehen? Was soll ich bloß gegen mein Lampenfieber tun? Ja, haben Sie Mikey vor kurzem gesehen? Oh ja. Er hat gleich den Rückzug angetreten, als ich ihn fragte, wo er mit seinem vielen Gepäck hin wolle. Er zeigte mir den Stinkefinger und meinte bloß, dass er bald in einer Badewanne mit goldenen Wasserhähnen planschen würde. Aus dem werde ich wohl nie schlau. Man könnte meinen, er sei plötzlich zu Reichtum gekommen. Oh, da wird er doch jetzt, da hängt doch jetzt bei der Villa ab. Erzähl mir doch nichts. Läuft da nicht mein Fernseher? Oh Schreck, mir schwant was. Oh, sie sind eingebrochen. Sieh dich an, sieh dich vor. Geht dein Glücksstern auf, fällt der Trauer vor. Sieh dich an, sieh dich sieh dich vor. Sei die Nummer. Also, an irgendeiner Stelle drückst du doch diese Spinne aus, oder nicht? Komm, das doch nicht. Drei Worte sind vier Säulen für ein Leben mit Niveau. Liebe macht Laune. Hey, Donny. Liebe macht Laune, falls jemand nach mir fragt. Ihr findet mich ganz sicherlich bei niemals auf dem Ei. Komm sei dabei, komm sei. Es hört gar nicht mehr auf. Hilfe! Wir mussten uns gerade tatsächlich das komplette Intro anhören. Ich sehe die Wiederholung der alten Folgen von Liebe macht Laune. Die laufen immer nachmittags. Was machst du hier? Ich nehme deine Einladung an und penne ein Weilchen bei dir.
Danke, dass du für mich den Schlüssel hinterlegt hast. Ich habe erstmal ein Bad genommen und dieses geile Schaumzeug ausprobiert. Den Schlüssel bitte. Der liegt hier irgendwo. Nicht, dass noch ungebetene Gäste reinspazieren, was? Was ist? Oder soll ich wieder gehen? In die Kälte? Ach scheiße, den haben wir jetzt. Der Nein, ist jetzt warte. Dabei. Ist schon gut, bleib erstmal. Nur, du musst verstehen, meine Eltern wissen nichts von unserer Abmachung. Ja, Donny, du hast auch gerne immer drei Bengel für Shirley geguckt, oder? Hast du doch immer von erzählt. Ich wette, irgendwann bricht diese Spinne nochmal aus und dann müssen wir die irgendwie suchen oder so. Müssen wir jetzt erstmal den Schlüssel finden, oder? Wie habe ich das verstanden? Der liegt hier irgendwo? Seht ihr einen Schlüssel? Ich bin nicht hergekommen. Ja, wir spielen gerade TKKG aus dem Jahr 2003. Es gibt insgesamt 16 Teile von TKKG aus dieser Zeit. Oh, warte mal. Ah, da ist ja mein Schlüssel. Ich sollte ihn gleich einkassieren. So, der kommt in meine höchst private Hosentasche. Moment, was ist das? Mikey, hast du etwa Drogen mit ins Haus gebracht? Die Tablette mit dem Pilz verursacht schwere Halluzinationen. Wo hast du die denn her? Das sind die letzten aus dem Versteck. Jo. Versteck? Jo. Welches Versteck? Wo ist es? Och, mal hier, mal da und tralala. Bleib locker, Willi. Du hast es so schön bei deinen Eltern. Ihr dachtet, TKKG wäre ein Kinderspiel. Ich bin ein Versager. Nein, Willi. Die kannst du mir nicht nehmen. Doch, ich schluck's jetzt. Ich schrei das ganze Viertel zusammen. Ich hol die Polizei. Ich ruf deine Eltern an. Schon gut, Mikey. Niemand will dir etwas wegnehmen. Jetzt nimm sie doch, Willi. Ich hoffe, es geht ihm besser, wenn er aufwacht. Was denn? Wie, was? Jetzt ist er eingeschlafen? Was ist denn das schon wieder? Oh Mann. Oh, ist das bescheuert. so ein Schreck-Einschlafen war das. Wie, was machen wir denn jetzt mit dem? Die haben eben wirklich eiskalt das komplette Intro von dieser Liebe macht Laune-Serie abgespielt, ne? Meine Güte. Nistet sich bei Willi ein und sagt, bleib mal locker, ja. Ach du meine Güte. Ja, können wir jetzt auch nichts machen, ne? Also, wir haben zumindest einen Schlüssel. Vielleicht doch nochmal mit Karl, dass wir jetzt irgendwie die Show endlich mal machen können. Immer noch nicht. Ich raste aus. Was erwartet mich in der ersten Quizrunde? Was soll ich bloß gegen mein Lampenfieber tun? Macht Mikey oft Ärger? Was erwartet mich in der dritten Quizrunde? Was Komm, erwartet wir mich in der ersten Quizrunde? Wenn er jetzt Fragen sagt, dann... Ein sogenanntes Multiple-Choice-Quiz. Du bekommst eine Frage und dir werden 4 Antworten vorgegeben, aus denen du eine auswählst. Da stehen meine Chancen 1-3. Hat er doch gar nicht gesagt, wie viele Antworten da gegeben werden, oder? Oder hat er das gesagt? Okay, meint. Müssen wir das Quiz wirklich machen? Was soll ich bloß gegen mein Lampenfieber tun? So, jetzt kommt er an. Jetzt kommt eine Droge. Such dir ein Lied aus, das zu deiner persönlichen Hymne wird. Mit der feuerst du dich im Geiste an, wenn du merkst, da kommt ein Blackout. Einsatzhymne, es funktioniert. Eine Karl-Vierstein-Hymne. Naja, wenn ich mir dazu Cheerleader mit großen Pompons vorstelle, könnte es klappen. Bitte? Bitte was? Ja. Okay, also Karl ist mittlerweile erwachsen geworden. Eieiei. Na gut. So, was haben wir noch? Macht Mikey oft Ärger? Was soll ich bloß gegen mein Lampenfieber tun? Macht Mikey oft Ärger? Wegen seiner Launen mussten fertige Drehbücher immer wieder um und um geschrieben werden.
Sind die Dialogschreiber im Verzug? Können die Regisseure keine Skripte auf Kameraeinsätze überprüfen? Schauspieler sich nicht vorbereiten? Szenenbildner keine Sets bauen? Der Requisiteur nichts einrichten? Das Produktionsteam nicht drehen? Kurzum, Mikeys Ausfall setzt eine stressige Kettenreaktion in Gang. Aber wann geht's? Ist es das Endspiel, das Quiz? Kann natürlich auch sein, ne? Was haben wir denn jetzt überhaupt noch offen? Ist das Quiz nicht das nächste einfach, was wir machen müssen? Mit Gabi nochmal zu Mickey? Kommen wir da jetzt überhaupt rein? Gucken wir mal. Ich eile. Nicht weggehen. Ist das jetzt Willi, der außen aufwacht, oder? Hallo, Mikey. Ich bin's, Gabi. Komm, verrat uns, woher du deine Drogen kriegst. Das alles hat doch eh keinen Sinn mehr. Er ist wach. Wer bin ich schon? Ist doch total egal, was hier läuft. Mikeys Selbstwertgefühl ist total dahin. Wenn man bedenkt, dass er so vielen Fans Freude gemacht hat und nun selber eine Aufmunterung braucht. Ja, können wir das Intro noch mal hören? Ich glaube nicht. aber kann ich jetzt auch nichts machen, oder? Gabi will ihn aufmuntern, aber wie denn? Vielleicht einfach mal die Hupe? Musik machen? Kann ich, glaube ich, auch nichts anstellen. Nicht Bonbons zeigen? oh nein! Oh, jetzt bin ich wieder draußen. Muss ich da jetzt wirklich irgendwas am Fernseher anmachen? Warte, ich guck nochmal. Ich eile. Nicht weggehen. Nun aber. Spinne ins Gesicht werfen? Ich glaube, ich kann hier nichts klicken. Die Spinne irgendwas? Nee. Er meinte, er braucht was zur Aufmunterung. Ja, wir können denn doch jetzt keine Drogen kaufen, oder? Das kann doch jetzt nicht das Ende von TKKG sein, dass wir ihnen am Ende Drogen geben. was machen wir denn? Schokolade? Ja, gucken wir mal in der Apotheke. Ach, hier schon vielleicht. Herr Bodonski, was ist denn das für ein merkwürdiger Spiegel? Der ist doch neu. Sei barmherzig, Gabi, und zieh nicht an der Schnur. Alle Mädchen machen das nämlich. Die ganze Zeit redet der Spiegel zu Kunden, wie schön und gut und selbstbewusst sie sind. Das ist die reinste Gehirnwäsche. Jetzt bin ich erst recht gespannt, Herr Brodonski. Ach, dann nimm ihn mit. Betrachte ihn als Werbegeschenk. Ich werde Frau Schulze sagen, sie soll derlei Unfug nicht mehr bestellen. Tausend Dank, Herr Brodonski. Okay, gut, da haben wir ja was. So, jetzt werden wir erstmal eine Gehirnwäsche machen. Ich eile. Nicht weggehen. Nun aber. So, okay. Wo ist denn unsere Droge hin? Wir hatten noch Drogen in der Tasche. Oh! Alter, der war in unserer Tasche dran. Sieh mal, Mikey. Das bist du. Ich sehe einen Jammerlappen. Ich fühle mich so mies. Ach, im Mikroskop, ja, stimmt ja. Hallo du. Ja, ich meine dich. Ich hab's jetzt zerkleinert. Du siehst toll aus. Wer ist der schönste Star im Land? Na du. Nun sieh einer an, was für schöne Augen. Mit seiner eigenen Stimme auch noch. Kraft und Leidenschaft. Entfach dein Feuer. Wir glauben an dich. Na komm, du doch auch. Ein wenig? Kannst es gar nicht lassen. Über alle Maßen. Mit Schmerzen? Von Herzen. Wir lieben dich. Mach's wie wir.
Glaub an dich. Dann werden alle deine Träume wahr. Liebe macht Laune. Und gute Laune macht Liebe. Was sagst du nun? Ist das nicht besser als die Tabletten von... Vergiss mal das Set, Gabi. Wow, das... Jetzt springt dir nicht die Scheibe. Das war der größte Kitsch überhaupt. Mikey erwähnte das Set. Wenn das stimmt, fand die Übergabe am Drehort statt. Das müssen wir überprüfen. Ja, und Mikey, du guckst den Spiegel jetzt nochmal an und ziehst 20 mal. Am Drehort. Oh, okay. So. Aber jetzt mal so langsam. Nee, immer noch nicht. Liebe macht Laune. Ich traue mich ja auch nicht mehr zu dem Taubenmann da rein, ne? Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss nochmal zu dem Taubenmann. Es kann nicht sein, dass irgendwie... Ah, da bist du ja, Tim. Immer dieses Rein und Raus. Es gibt Arbeit. Oh, die Fotos an den Wäscheleinen. Ich sehe schon. Damit es bei Dreharbeiten keine Anschlussfehler gibt, werden am Set Fotos gemacht. Alles dreht sich um die Frage, was stand zuletzt wo und wie sah es aus? Nun sortier mal schön. Und in welcher Reihenfolge? Bei den Sets zuerst das Kaminzimmer, dann das Bad und zum Schluss die Küche. Kamin, Bad, Küche. Innerhalb des Sets Datum zu sagen? Hätte ich bitteschön alles gern nach Datum geordnet. Das Aktuellste zuletzt. Na schön, Sie können sich jederzeit überzeugen, ob ich richtig liege. 23. Januar, Küche. 22. Küche. 3. Kamin. 22. Januar. 21. Küche. 8. Badezimmer. 9. Badezimmer. 10. Januar. Einfach nur nach den Badezimmer. Daten oder was? 10. 2. Küche. 15. Kamin. So, 23. Oder Januar. Küche. So, oder was? Was meinen Sie, Herr Heberlein? Ist das so richtig? Ja, das ist doch zu einfach, oder? Oh, ja, das stimmt so. Seltsam, seltsam. Der Joghurtbecher ist verändert worden. Er war sowieso angebrochen, aber er sollte aussehen wie frisch gekauft. Wer hat den denn geöffnet? Schlamperei! Auch wenn das am Bildschirm niemand merkte, mich stört's. Aber wer sollte denn wegen eines leeren Joghurtbechers Ihre Arbeit entweihen? Oh, das bringt mich auf eine Idee. War es jetzt richtig oder nicht? Ja, die Taubengeräusche. Wir sind schon die ganze Zeit dabei. Seit 3 Stunden gucken wir, wo die Taube herkommt. Aber irgendwie gibt es darauf keine Antwort. Wie stimmte das jetzt nicht oder was? Oder tausche ich jetzt? Doch, stimmt doch. Oh Gott, ey, das kann doch nicht bis zum Ende sein, dass man nicht weiß, wo die Taube ist. Was hat sich 1949? Nee, Tarnkappentaube. Okay, müssen wir noch. Was für ein lästiges Vieh. Nee, ich will nicht mehr. Ich will wieder hier weg. Das mache ich nicht mehr.
Die Taube ist der wirkliche Fall. Wo ist die Taube? Die Taube ist der Drogenkurier? Ja. Tim will den Joghurtbecher suchen. Ah ja, könnt ihr. Ah, da gucken wir vielleicht nochmal hier beim... Ich komme von Herrn Heberlein. Da stimmt was nicht mit einer Requisite im Kühlschrank. Das geht in Ordnung. In der Küchenszene ist zurzeit niemand. Sieh dich ruhig um. Deine Rolle wird später darin bestehen, auf der Küchenzeile zu sitzen, die Beine baumeln zu lassen und lecker auszusehen. Na, mal sehen, ob ich diesen gewagten Stunt gewachsen bin. Cool. Uiuiui. Hier im Set werden wir also drehen. Das ist also die Küchenszene, in der ich auftreten werde. Okay, so, wo ist der Joghurt? Der Kühlschrank kühlt gar nicht. Alles Attrappe. Der ominöse Joghurtbecher. Ja. Leer. Oder was ist das da ganz unten? Das sieht mir aus wie ein getrockneter Pilz. Den Rauschpilz gibt es also nicht bloß in Tabletten. Hier war demnach Mikeys Versteck. Ich muss zu Heberlein. Das ist das dümmste Versteck der Welt. Sollte er mitbekommen haben, wer hier etwas für Mikey deponiert hat. Ach so. Okay. Ach, da hat er das nur abgeholt. Na gut. So, Heberlein. Das ist der. Ich verstehe es wirklich komplett null, warum da so eine Taube gurren muss in diesem... Das macht doch gar keinen Sinn einfach. Mikey Hobler hat diesen drogenhaltigen Pilz versteckt und zwar... Einen was? Das ist mir. Nein, nein. Das kann nur ein Scherz sein. Wenn du Schauspieler wärst und zur Familie gehörtest, würdest du nicht so schlechte Witze reißen. Oh Mann. Der nimmt nur Schauspieler ernst. Ja, vielleicht nochmal zur Villa. Können wir ihn direkt damit ansprechen? Oder darauf? Ja doch, ja doch. Also wenn wir am Ende mit Karl in der Quizshow sind und gegen die Taube spielen, dann wäre das der perfekte Abschluss für mich. Na, wen haben wir denn hier? Billy ist ein super Kumpel. Aus ihm ist nichts herauszuholen. Armer Blödmann. Jetzt tut er mir fast schon leid. Ach, ich glaube, da können wir nicht nachfragen, ne? Nee. Ach. Das gibt's doch nicht. Da müssen wir tatsächlich erst die... Billy hat noch den Koffer, ja, das stimmt. Gucken wir nochmal, ob die jetzt mal endlich da ist. Abgesperrt. Und von Tina Marie keine Spur weit und breit. Ja, die wäre vielleicht nicht schlecht, wenn die denn mal darauf ansprechen könnte. Wo finden wir die denn? Ist sie vielleicht auch in der... Ne, da kommen wir jetzt nicht mehr rein. Abgesperrt. Ja. Ist Mikey ausgezogen? Haben Sie Mikeys Garderobe mal inspiziert? Du meinst, nachdem ihr Kinder drin wart? Mir entgeht hier nämlich nichts. Ja, ich habe sie inspiziert. Millimeter für Millimeter. Hätte etwas gefehlt oder wäre etwas mutwillig zerstört worden, hätten wir es Mikey wie immer in Rechnung gestellt. Ich frage mich, was er sonst mit der ganzen Kohle macht, die er bei uns verdient. Offenbar verprasst er seine Gage. Oder er legt sie gut an. Er könnte sich gut ein Hotelzimmer leisten. Finden wir die jetzt mal? Casting-Agentur?
nee. Was passiert eigentlich, wenn ein Hauptdarsteller das Handtuch wirft? Wenn die Figur... Lieber eine Taube auf dem Dach als ein Flieger an der Wand. Das stimmt. Ja, diese Tina muss mal irgendwo auftauchen. Abgesperrt. Da reingehen? Und von Tina Marie keine Spur weit und breit. Hallo? Nee. Hallo? Hä? Du bist kein Schauspieler. Weg mit dir! Ja doch. Mit Tim vielleicht noch ein paar Infos sammeln? Gucken wir mal. Wie sieht es mit meinem Dreh aus? Soll ich immer noch zu Herrn Heberlein gehen? Wie sieht es mit meinem Dreh aus? Mikey Hobler hat sich in Luft aufgelöst, also werden wir improvisieren. Wir suchen einen Ersatz. Vielleicht wäre ein Recast generell die beste Lösung. Oder wir schreiben die Szene um und bauen den verlorenen Bruder ein. Soll mir recht sein. Solange ich noch drin vorkomme. Frag ich die andere Frage nochmal. Soll ich immer noch zu Herrn Heberlein gehen? Ja, als Kategorie ist Just Chatting, weil es das Spiel hier natürlich nicht gibt als Kategorie. Die TKG-Spiele sind tatsächlich nicht so bekannt. Ja, auf Twitch. Er ist ein Faktotum, ein Relikt, ein Überbleibsel aus den glorreichen 50er Jahren. Alle hier sind jünger als er. Wir haben ihm viel zu verdanken. Das Leben hat es nicht gut mit Heberlein gemeint. Wir hier geben ihm das Gefühl, nicht zum alten Eisen zu gehören. Das sind wir ihm auch schuldig. Okay, dann helfe ich ihm fleißig, seine Marotten zu pflegen. Könnte das mit dem Joghurtbecher Mikey Hobler gewesen sein? Wer ist alles bei einem Dreh dabei? Warum ist das Set so penibel aufgeräumt? Was halten Sie von Maya Kleinschmidt? Wie finden Sie Herrn Centurius? Könnte das mit dem Joghurtbecher Mikey Hobler gewesen sein? Da kriegen wir doch wieder Ärger. Meine Schauspielerfamilie nimmt niemand Drogen. Was halten Sie von Maya Kleinschmidt? Früher hatten die Mädchen mehr Pep. Aha. Okay, gut. Dankeschön. Oh, Mann. Okay. Ist Pep eine Droge? Ja, das ist die andere Frage. Könnte das mit dem Joghurtbecher Mikey Hobler gewesen sein? Wer ist alles bei einem Dreh dabei? Regisseur, Maskenbildnerin, Tonmann, Kameraleute, Aufnahmeleiter, Regieassistent, Bühnenbauer, Kabelträger. Die meisten wirst du gar nicht bemerken. Ach ja, und meine Wenigkeit. Meistens jedenfalls. Man wird ja nicht jünger. Donnerwetter! Donnerwetter, also. Ja, es ist ein bisschen nervig, dass... Warte mal, was kann ich denn hier zeigen? Ach so, den Pilz, ja, das wollte er, davon wollte er ja nichts wissen. Pep ist tatsächlich eine Bezeichnung für Speed. Wirklich? Oh, sehr gut. Wer ist alles bei einem Dreh? Warum ist das Set so penibel aufgeräumt? Was halten Sie von Maya Kleinsch? Wie finden Sie Herrn Centurius? Könnte das mit dem Joghurtbecher Mikey Hobler gewesen sein? Ich sage, er nimmt es nicht gut auf. Gut möglich. Erst neulich habe ich gesehen, wie er davor stand und sich immer wieder umsah. Das war kurz nach seinem Gespräch mit... Moment mal. Du gehörst nicht zu unserer Zunft. Oder solltest du auf einmal Schauspieler geworden sein? Nein, ich bin bloß ein kleiner Statist und Handlanger. Ach, Tim, sag doch, du bist Schauspieler. Wir waren so nah dran. Ah.
Ah, Sie sind da. Ich bin der Statist Tim. Werde ich von Ihnen geschminkt? Tim, du hast ja einen tollen Teint. Wir müssen nur sehen, dass dein Gesicht nicht glänzt. Ich verspreche, nur mit meiner darstellerischen Leistung zu glänzen. Okay. Soll ich meine Klamotten für die Szene anbehalten? Bitte? Bitte? Was wird hier gedreht nochmal? Ganz kurz? Haben Sie auch mit Actionfilmen zu tun? Soll ich meine Klamotten für die Szene anbehalten? Das kommt alles runter. Wir brauchen dich so, wie du bist. Ohne Winterklamotten. Also das nimmt jetzt ein bisschen. Und eventuell verpassen wir dir ein weißes Hemd, damit du deine Brust zeigen kannst. Puh, oh Mann, für einen Moment dachte ich schon, ich muss nackt drehen. Also das nimmt jetzt eine ganz andere Richtung hier. Aber was mache ich denn jetzt? In der 9. Klasse. Oh je. Kann ich hier doch irgendwas machen? Hey, bin ich das? An die Verzerrung gewöhnt man sich mit der Zeit. Auf lange Sicht brauche ich allerdings einen vernünftigen Spiegel. Okay. Wir müssen doch jetzt nicht Tim hier ausziehen, oder? Jetzt mal ganz kurz. Oder wie? Hä? Ja, was mache ich hier? Ich kann hier gar nichts machen, glaube ich. You can leave your head on, ja. Ich glaube, ich kann hier nichts machen. Ja, das hättet ihr jetzt gerne, aber ich kann hier nichts klicken. Ich glaube, dann kann ich erstmal jetzt mit Willi da diesen Koffer abgeben. Nein, Schwesterherz, ist noch nicht angekommen. Und wegen Mikey, da muss eben ein Recast her. Oder dieser jüngere Serienbruder. Der war doch eh geplant. Ja, ich weiß. Stars wachsen nicht auf Bäumen. Du, ich muss Schluss machen. Adele! Einen schönen guten Tag. Ich bringe eine Lieferung für Frau Tina Marie Abendroth, die Maskenbildnerin. Das bin ich. Na, tritt ein. Bring Glück herein. Sehr gern. Okay, Tim wird auf jeden Fall der Schauspieler. Dann gehen wir nachher zum Taubenmann. Soll jetzt erstmal hier den Koffer bitte abgeben. Sehr. Mit freundlichen Grüßen von der Castingagentur Goodwill und von mir, Willi Sauerlich. Ach, mein Kosmetikköfferchen. Ich habe es also doch bei meiner Schwester stehen lassen. Danke vielmals, Willi. Und ich dachte schon, ich hätte nur noch Pech, weil doch mein großer Spiegel kaputt gegangen ist. Wie ich sehe, haben Sie Ersatz gefunden. Endlich mal ein Spiegel, der mir gefällt. Träum ich? Du siehst ja aus wie... Mikey. Willi, ich habe ein Attentat auf dich vor. Jetzt wirst du erleben, wie ein Star geboren wird. Was? Naila? Du wirst es nicht glauben. Ich habe jemanden, der unser Problem löst. Willi Sauerlich. Noch etwas klein und pummelig, aber ein paar Wachstumsschübe und ein paar Pfunde abgespeckt, dann sieht er mit 18 aus wie Mikey heute. Ja, genau. Die Rolle des kleinen Bruders. Wie? The Blood Thickens. Den Salko schon? Sehr gut. Aber sofort? Ah, ich denke, das geht klar. Adele. Könnt ihr bitte jetzt was immer am Ende Adele sagen? Du sollst Adele. Dich nochmal in der Agentur melden. Meine Schwester will dich casten. Mich? Ach du Schreck. Nee, casten. Okay, warte mal. Adele. So. Hallo? Ich bin's mal wieder. Ich soll mich casten lassen. Willi. Du wirst für die Rolle als Svens jüngerer Bruder Billy gecastet.
Ich habe gerade deinen Probetext ausgedruckt. Den brauchst du unbedingt. Probetext? Mann, ihr verliert wirklich keine Zeit. Kenne ich dich? Ich bin neu in der Stadt. Und wie heißt du? Billy. An wen erinnerst du mich bloß? An deinen Freund Sven. Ich bin sein kleiner Bruder. Na gut, das ist natürlich jetzt ein anspruchsvoller Text. Aha. Und ich spreche den Part des Billy? Genau. Nee, du bist Ellie. Erstmal geht es darum, sich den Text zu merken. Und wann soll ich zur Chefin? Oh, Laila castet gerade für ein Musical. Aber sie muss bald fertig sein. Okay, wir merken uns das jetzt. So, ihr sprecht jetzt mal Ellie. Und dann sag ich das, was Billy sagt. Also los geht's, Chats Ellie. Ich bin neu in der Stadt. Bisschen schneller. Billy. Vielleicht an deinen Freund Sven. Bin sein kleiner Bruder. Ja, perfekt. Guck mal, das haben wir doch schon drin. Haben wir mitten im Chat geübt. Ich bin neu in der Stadt. Billy, vielleicht an deinen Freund Sven. Ich bin sein kleiner Bruder. Komm, das habe ich doch drin. Das ist doch einfach. Vielleicht gibt das eine Blamage. Musste man sich das jetzt wirklich Wort für Wort genau merken oder ist das gleich nur die drei Sätze richtig ordnen? Okay, mal gucken. Jetzt haben wir aber ja einen richtigen Schauspieler. Da könnten wir ja mal... Hallo? Nee. Hallo! Hä? Du bist kein Schauspieler. Ach, doch. Weg mit dir. Ich hab grad einen Text geübt. Ja, doch. Müssen wir hier nochmal sagen? Verliert Mikey Hobler seinen Job? Sind Sie sehr abergläubisch? Hä? Wo kommt das denn jetzt her? Was? Ach so, wegen dem Spiegel, glaube ich. Verliert Mikey Hobler seinen Job? Sein Part ist erstmal auf Eis gelegt. Er scheint mit den Nerven runter zu sein. Ihn zu ersetzen wird die Fans sauer machen. Na gut. Ach, das Tonstudio, da müssen wir jetzt hin. Castingagentur Hinterzimmer. Ah, ja, ja, ja. Ah, Willi. Ah, ist er offen jetzt. Na, kennst du deinen Text? Meine Chefin hat jetzt gerade Zeit. Du kannst gleich durch. Guten Tag, Frau Abendroth. Mein Name ist Willi Sauerlich. Ich soll mich für die Rolle des Billy casten lassen. Hallo, Willi. Schön, dass du es einrichten konntest. Meine Schwester hat nicht übertrieben. Das ist die beste Frisur Ob der Welt. Ob du als Darsteller in Frage kommst, hängt zunächst davon ab, wie gut du Text behalten kannst. Ich habe den Probetext gelesen. Okay. Sehe ich Mikey Hobler tatsächlich ähnlich? Wann würde ich denn das erste Mal drehen? Sobald wie möglich. Natürlich handelt es sich zunächst um Probeaufnahmen. Schließlich kann die Handlung nicht von heute auf morgen umgestoßen werden. Aber es wäre gut, wenigstens eine Szene im Kasten zu haben, die bereits Svens Bruder einführt. Aha. Wenn es wegen mir Proteste hagelt, verschwindet Billy gleich wieder von der Bildfläche. Ja, ich habe tatsächlich überlegt, ob ich mir auch mal die Frisur so mache. Vielleicht zum nächsten Stream. So, wie nehme ich denn hier auf? Du bist bereit? Dann los. So, Willi. Scheiße, mir geht es darum, wie du rüberkommst und ob der Text sitzt. Gespickt wird nicht, aber das ist ja klar. Sei ganz locker. Ich spreche immer erst den Part von Ellie, dann kommst du dran. Bist du bereit? Ja. Kenn ich dich? Ich hab mich doch gerade vorgestellt. Ich bin der Neue. Ich bin neu in der Stadt. Ich bin Willi. Ich bin's, Billy. Ich bin neu in der Stadt? Stand das da eben wirklich? Ach du Scheiße. Ich bin Willi. Ich bin neu in der Stadt. Und wie heißt du? Willi. Billy. Man nennt mich Klößchen. Ich heiße Billy. Mein Name ist Billy. Nur Billy. Billy.
Das habe ich mir gemerkt. An wen erinnerst du mich bloß? Vielleicht an deinen Sven-Freund. Ich bin sein Breiner Kluder. Vielleicht an deinen Freund Mikey. Ich bin sein Vielleicht an deinen Feind Sven. Vielleicht an deinen Freund Sven. Ich bin sein großer Bruder. Hallo, herzlich willkommen. Wir spielen hier gerade einen Willi und passend dazu raided Florentin Willi und wir sind gerade dabei, Schauspieler zu werden, tatsächlich. Also es passt alles perfekt zu FDP-Willi, was wir gerade machen. Wir müssen soeben einen Text auswendig aufsagen. Vielleicht an deinen Freund Sven. Vielleicht an deinen Freund Sven. Ich bin sein kleiner Bruder. Vielleicht an deinen Freund Sven. Ich bin sein großer Bruder. Kleiner Bruder war es, ne? Das letzte hier. Vielleicht an deinen Freund Sven. Ich bin sein kleiner Bruder. So, dann wollen wir mal hören, wie das klingt. Kenn ich dich? Ich bin neu in der Stadt. Und wie heißt du? Billy. Billy. An wen erinnerst du mich bloß? Vielleicht an deinen Freund Sven. Ich bin sein kleiner Bruder. Sehr gut, Willi. Genau so. Das saß perfekt. Oh, wer sagt's denn? Die sind heute von der ganz schnellen Sorte. Eben wurde dein Text für den Dreh gefaxt. Nimm ihn mit, lies ihn in Ruhe und geh zum Studio. Die wollen was ausprobieren. Ich bin perplex. Nein, Billy. So, warte mal. Ach, hier hinten. Ja, gut, dass man diesen Drucken-Button nicht mehr hat. Das war in den vorherigen Spielen, gab es manchmal einen Button, da stand Drucken und ich dachte, das wäre sowas wie im Spiel ausdrucken. Aber nein, es war der Button für lass bitte das komplette Spiel abstürzen. Mann, da sind Emotionen gefragt. Ah, und wenn Tim der Statist ist, darf ich ihn als Pinseläffchen beschimpfen. Ganz professionell, versteht sich. Pinseläffchen? Billy wütend. Ach nee! Gerade habe ich mich dran gewöhnt, dass du die Freundin meines Bruders bist. Und jetzt turtelst du mit so einem Pinseläffchen herum. Oh Billy, es ist nicht so, wie du denkst. Vorwurfsvoll. Wegen dir reißt Sven diesen blöden Plattenproduzenten nach. Drohend. Weißt du was? Ich werde ihn in New York anrufen. Verzweifelt. Nein, sag ihm nichts. Ich liebe ihn, nur ihn. Billy fegt die Vase vom Tisch. Ellie bricht in Tränen aus. Enden auf Ellie, verbittert. Das ist doch schon mal was. Ja, das üben wir jetzt nicht mehr mit dem Chat. Das dauert zu lang. Billy ertappt Maya mit einem gut aussehenden Jungen. Oh, meine Güte. Ja, so ähnlich sah tatsächlich auch das Nesthocker-Skript aus, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Da würde dann nur hier am Ende noch ein Logo stehen. So, Moment. Okay, damit gehen wir jetzt einfach wieder zum Studio. Daily Soap. Ah, unser neuer Darsteller. Sobald sich dein Freund Tim bei mir gemeldet hat, geht es los. Okay. Na gut. So, komm. Ah, Tim. Gut, dass du kommst. Wir wollen sehen, wie wir dich am Set am besten einsetzen. Komm, wir gehen schon mal vor. Klasse. Ach, der ist jetzt raus. Dann würde ich jetzt mal mit... Typisch. Erst halten sie einen hin und dann geht es noch ohne mich los. Na, nichts wie hinein. Das ist ein wilder Mix zwischen diesem kompletten Drogenthema und dann, man dreht einfach... Ich kann doch gar nicht glauben, dass es geschieht. Das sind ja auch Herr Heberlein und Tina Marie. So, Willi, jetzt sind wir dran. Wenn ich und bitte sage, uiuiui, gehst du auf Maya zu und regst dich über ihr Techtelmechtel mit Tim auf. So wie es in deinem Skript steht. Ich kann meinen Text. Sehr gut, aber du musst doch die richtigen Gefühle an den Tag legen. Sonst ist der Regisseur in der Matz nicht zufrieden und lässt wiederholen. Es liegt an dir, wie lange sich der Dreh hinzieht. Hals und Beinbruch. Danke. Achtung, Kamera ab! Oh, ich hätte es vielleicht doch noch besser lesen Kamera sollen. Kamera läuft! Oh. Und bitte! Jetzt geht's schon los! Aus! Bitte den Einsatz!
Willi, du musst auf Maya zugehen. Warte. Achtung, Kamera ab. Kamera läuft. Und bitte. Oh, nee. Gerade habe ich mich daran gewöhnt, dass du die Freundin meines Bruders bist. Und jetzt totelst du mit so einem Pinseläffchen herum? Ach, nee. Gerade habe ich mich daran gewöhnt, dass du die Freundin meines Bruders bist. Ach du Scheiße. Und jetzt totelst du... Ach nee. Gerade habe ich mich daran gewöhnt, dass du die Freundin meines Bruders bist. Und jetzt totelst du mit so einem Pinseläffchen herum? Das könnte gut sein. Ach nee. Gerade habe ich mich daran gewöhnt, dass du die Freundin meines Bruders bist. Ach nee. Gerade habe ich mich daran gewöhnt, dass du die Freundin meines Bruders bist. Und was? Jetzt totelst du mit so einem Pinseläffchen herum? Was? Ach nee. Gerade habe ich mich daran gewöhnt, dass du... Oh, Billy, es ist nicht so, wie du denkst. Wegen dir reist Sven diesem blöden Plattenproduzenten nach. Weißt du was? Ich werde ihn in New York anrufen. War das zweite Vorwurf? Wegen dir reist Sven diesem blöden Plattenproduzenten nach. Scheiße. Weißt du was? Ich werde ihn in New York anrufen. Wegen dir reißt Sven diesen blöden Plattenproduzenten nach. Weißt du was? Ich werde ihn in New York anrufen. Ey, wie viel Spaß. Wie viel Spaß musst du es beim Einsprechen gemacht haben für die Synchronsprecher? Wegen dir reißt Sven diesen blöden Plattenproduzenten nach. Weißt du was? Ich werde ihn in New York anrufen. Das finde ich schon gar nicht schlecht. Wegen dir reißt Sven diesem blöden Plattenproduzenten nach. Weißt du was? Ich werde ihn in New York anrufen. Ich kenne die Szene mit den ganz Schlechten. Wegen dir reist Sven diesen blöden Plattenproduzenten nach. Weißt du was? Ich werde ihn in New York anrufen. Das ist auch schon eher wütend, ne? Wegen dir reist Sven, diesen blöden Plattenproduzenten nach. Weißt du was? Wegen dir reist Sven diesen blöden Plattenproduzenten nach. Nein, sag ihm nichts, ich liebe ihn, nur ihn. Also ich finde, Tim hat irgendwie wenig zu sagen. Einsatz! Was denn? Aus! Nee. Die Vase, ach, Junge! Die Vase! Das Ganze nochmal! Einmal tief durchatmen, Willi. Achtung, Kamera ab! Okay. Kamera läuft! So, jetzt geht's aber schnell. Und bitte! Der erste Take war am besten, wo einfach nichts gemacht hat. Ach nee. Oh, Billy! Es ist nicht so, wie du denkst! Wegen dir heißt Sven die... Nein, sag ihm nichts. Ich liebe ihn, nur ihn. Jetzt die Vase. Was jetzt? Aus! Mikroschatten im Bild. Eine neue Vase und alles auf Anfang. Das ist ja gemein. Einmal tief durchatmen, Willi. Achtung, Kamera ab. Kamera läuft. Was denn? Und bitte! Habe ich was falsch gemacht? Ach nee. Oh, Billy, es ist nicht so, wie du denkst. Wegen dir heißt... Nein, sag ihm nichts, ich liebe ihn, nur ihn. Ne? So, jetzt bleibt weg mit euren Tonangeln. Die Szene ist im Kasten. Ja, gute Arbeit, Willi. Hast Talent, Junge. Tim hat wirklich geschauspielert. Hätte ich dir gar nicht zugetraut. Wie vom Feinsten. Achtung. Dankeschön euch allen. Starke Leistung, Willi. Wenn dem Sender dein Auftritt gefällt, geht es steil die Karriereleiter hinauf. Wir melden uns dann bei dir. Na, damit rechne ich nicht gerade. Aber es hat Spaß gemacht, mal dabei zu sein. Adele! Also mein Lieblingstake war der allererste, wo Billy einfach nichts machte. Das fand ich sehr gut. Das müsst ihr euch mal bei an so einem echten Set vorstellen. Der Hauptdarsteller steht einfach nur da und macht nichts. So, können wir hier noch irgendwas machen? Ja, der Heberlein, was hat der gemacht? Vasen gehalten. Ja, aber sonst ist ja nichts, ne?
Ja, stimmt. Lecker. Er hat lecker ausgesehen. Stimmt, das hat man abgesperrt. Der Taubenmann hat jetzt gesehen, dass ein Willi der echte Schauspieler ist. Das stimmt. Dann können wir jetzt mal zu dem Taubenmann. Jetzt bleiben im Raum. Egelein! So, wo ist er? Herr Heberlein, darf ich näher treten? Ah, unser neues Familienmitglied. Ach, vielen Dank. So. Wie lang sind Soap-Szenen eigentlich? Kam meine Stimme überhaupt gut rüber? Wie lang sind Soap-Szenen eigentlich? Im Durchschnitt zwischen 30 und 90 Sekunden. Ach so, der mit dem Pilz wollte mir das wesentlich länger vor. Wollte mir einen Pilz zeigen, so jetzt nochmal. Herr Heberlein, einem Mitglied unserer Familie geht es nicht gut. Solche und andere Drogen hat Mikey Hobler im Kühlschrank des Sets aufbewahrt. Ich habe Mikey erstmal bei mir aufgenommen. Er hat sich mit allen zerstritten. Das nenne ich eine soziale Ader. Armer Mikey. Ich habe ihn am Kühlschrank gesehen, kurz nachdem ich Patrick Partout am Set über den Weg gelaufen bin. Oh! Nanu, dachte ich. Der meidet doch sonst andere Leute wie die Pest. Patrick Partout. Ganz zu schweigen von Alten und Kranken. Der Quizmaster. Von dem stammt also das Zeug. Es wird nicht leicht, das zu beweisen. Die beiden müssen eine Vereinbarung getroffen haben, um die Übergaben zu regeln. Ja, ihr habt recht, da ist Böses im Busch. Böses! Okay. Günther Jauch, ich wusste es. Okay, so, aber jetzt, komm. Jetzt müssen wir aber doch wirklich mal zu der Quizshow hier rein. Später. Oh. Was erwartet mich in der ersten Quizrunde? Was erwartet mich in der zweiten Quizrunde? Du musst zwei scheinbar gleich aussehende Bilder vergleichen und herausfinden, wie viele Unterschiede es gibt. Okay, das ist Brille, dürfte das kein Problem sein. Biestmilch, ey. Ich komme nicht über Biestmilch hinweg. Das werde ich gleich sowas von googeln. So, was machen wir jetzt? Will er sauerlich jetzt ganz raus? Oder können wir da irgendwie noch mal... Wir sollten uns doch um Mickey kümmern, ja. Vielleicht mit ihm noch mal, ja. Schlaf ist immer gut. Okay. Oh, ich habe so Angst vor diesem Terrarium hier. Also irgendwie, ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir irgendwann klicken wir uns in das Zimmer rein und diese Springspinne, die springt uns so direkt ins Gesicht. Wie stellen wir es an, dass wir nicht dauernd mit Drogen herumspazieren und Mikey sie nicht immerzu vor Augen hat? Schön beiseite. Mistzeug. Man kann sie noch immer sehen. So, jetzt werdet ihr mal sehen, wie die Pflanze abgeht. Ruhe den Frieden. Oder zu der Spinne. Und dann springt die aber ganz schön hoch, sage ich euch. Okay. Miep, miep. Aber war das jetzt schon um Mikey kümmern? Haben wir uns jetzt quasi um ihn gekümmert? Ah, hallo Karl. Ich habe gerade mit Patrick Partout gesprochen. Du kannst dich jetzt auf dem Gelände umsehen und mit Herrn Partout reden. Das gilt leider nicht für deine Freunde, aber die werden natürlich bei deinem Auftritt im Publikum sitzen. Ist Partout immer so menschenscheu? Ach, sein Lampenfieber besteht halt darin, Angst vor Bakterien, Viren, Milben und Mikroben zu haben. Darum gibt er einem auch nie die Hand. Bei ihm muss es steril zugehen, wie in einem Labor. Wie in einem Geheimlabor, wie wir am Anfang gehört haben. Wo ist der Strolch, der Drogenstrolch? Ist der vielleicht hier? Zugesperrt. Da
kann man wahrscheinlich jetzt auch nicht rein. Ne? Wo ist er? Drin? Die Maske ist nicht besetzt. Hallo? Hallo! Was? Was hast du hier verloren? Scher dich raus! Es wird ohne Witz bis zum Ende nicht aufgeklärt mit der Taube. Also das ist mein größter... also das verstehe ich wirklich überhaupt nicht. Das ist wirklich mein größtes Fragezeichen. Wo soll der denn sein? Größter Kritikpunkt, ja, genau. Ah. Da sagt dieses raffgierige Weib, wenn ich weiterhin von einem Astrologen Horoskope erstellen lasse, hätte ich wohl noch Geld genug. Moment bitte. Saul! Du bist Karl Vierstein, nicht wahr? Ja, das hier ist also die bunte Glitzerwelt des Kandidatenruhms. Sieh dich nur um. Aber bitte, bitte keine Keime hinterlassen. Das hatte ich nicht vor. Wo waren wir? Ah ja, sie hat alles bekommen, was sie wollte. Soll es mein Schicksal sein, an ihr zugrunde zu gehen? Ich sehe noch immer die Tarotkarte mit dem Turm vor mir. Vielleicht mal rein, oder was? Keine Videoüberwachung. Innerhalb seines Studios scheint sich Partout sicher zu fühlen. Aha, da werde ich jetzt hier alles was klauen. Was für ein Chaos. Probezeiten, Rauchen verboten, Bilderblock, Fragenblock. Test, Test. PP? Das wird sofort notiert. Okay. Okay, habe ich notiert. Sonst noch irgendwas? Ja, die Nummer könnt ihr gerade mal anrufen. Und dann sagt er am Ende, Adele! Nummer merken. Ja, das müsst ihr aber machen. Das kann ich jetzt nicht auswendig mir merken. So, jetzt nochmal. Müssen wir da anrufen? Moment! Moment! Ich komme schon! Geschafft! Gut, jetzt muss natürlich Willi und der aus dem Zimmer gehen, damit Karl telefonieren kann. Okay, hier geht gar nichts. Nö. Ja, aus dem Haus meine ich natürlich. Ist das ein Ferngespräch? Ist das Ihr Anwalt? Was? Ja, Willi will's wissen. Ist das ein Ferngespräch? Sekündchen! Entschuldige, aber ich bemühe mich zu telefonieren und atme nicht so heftig. In der Luft wirbeln schon genug Krankheitsüberträger. Entschuldigung. Okay. Gabi noch mal zu Mickey schicken? Ja. Kann man auch noch mal machen. Zack. Ich eile. Nicht weggehen. Nun aber. Hey, Mikey. Wie geht's dir? Beschissen wäre untertrieben. Mein verdammter Stoff ist alle. Ich brauche Nachschub. Meine Hände, sie zittern. So kann ich nicht telefonieren. Wie lautete seine Nummer? Hatte ich die überhaupt? Ah. Mist, ich darf ihn ja nicht anrufen. Du meinst Patrick Partout? Ach, PP. Da können wir dir womöglich weiterhelfen.
Okay. Gut, dass wir Patrick Partous Handynummer kennen. So, jetzt nochmal. 0161. 0161. 313. 1936. Ja, so war das damals. Was ist nun? Es ist besetzt. Wenn meine Finger nicht so zittern würden, könnte ich wenigstens eine SMS schicken. Nein, nein. Wir bleiben dran, bis sich dein sauberer Freund meldet. Wie? Wie es in meinem Horoskop stand. Viele Fragen lassen Sie heute nicht zur Ruhe kommen. Anrufer unbekannt? Die Nummer sagt mir nichts. Ja? So, Gabi, jetzt lass mal Mikey ran. Wer? Mikey? Was soll das? Du verstößt gegen unsere Abmachung. Wo steckst du? Wer ist da bei dir? Bist du bei der Polizei? Ach so, das Radio. Kann ich jetzt hier die Kamera anmachen? Wahrscheinlich heute. Wie es abläuft? Du bist wohl völlig zu. Na schön. Du siehst das Quiz im Fernsehen an. Achte auf den Tageskandidaten. Er heißt Karl Vierstein. Zähl mit, welcher Antwortbuchstabe in der ersten Runde am häufigsten richtig war. A, B, C oder D. Dann die zweite Runde. Merk dir, wie viele Fehler in dem Suchbild versteckt waren. Da brauche ich euch aber. Buchstabe und Zahl sind der Hinweis, wo ich die Ware auf dem Gelände hinterlege. Ah. Raterunde 3, das Rätsel. Seine Lösung verrät, wo genau du alles findest. Wie, okay. Wenn der Kandidat scheitert? Dann stehen die Zeichen schlecht und der Deal fällt einfach flach bis zur nächsten Sendung. Wer bin ich denn, dass ich mich mit den Schicksalsmächten anlege? Also, halt das Geld bereit. Und noch was, ruf mich nie wieder an. Was für ein verrücktes System. Gut, dass ich alles notiert habe. Das ist ja der komplizierteste Drogenkauf der Welt. Vor allem, da muss Karl ja alles richtig machen, ansonsten ist falsch. Wie doof ist das denn? Verflixter Quizdealer. Ist das ein Ferngespräch? Ist das Ihr Anwalt? Bin gleich wieder dran. Verzeihung, aber es ist unhöflich, beim Telefonieren zu stören. Dein Sternzeichen ist Widder, nicht wahr? Wie kommt er denn da drauf? Jetzt weiß ich auch immer diese Gespräche von Gregor davor, Nerdquiz, die kamen mir auch schon so komisch vor. Jetzt weiß ich ja, was der da immer besprochen hat. So, warte mal, aber wie spielen wir das jetzt? Wie geht's jetzt los? Muss ich nochmal reingehen? Ja, der Anzug ist auch nicht schlecht. Ist das ein Ferngespräch? Ist das... Ist das... Sekündchen! Ah, Herr Tomczak. Oh. Bei dem Übersichtsplan blickt auch kein Schwein durch. Der ist für Leute vom Fach. Mit ein bisschen Gelassenheit versteht man das. Sagen Sie das mal meinen Nerven. Nimmt Patrick Partout etwas, um so überdreht fröhlich zu wirken? Ist Patrick Partout im Ausland bekannt? So wirkt er nur während der Sendung. Er ist Profi. Dass die Presse ihm damals Jugendsünden vorwerfen wollte, ist Schnee von gestern. Ich selber habe nie gesehen, dass er sich Koks durch die Nase gezogen hat. Da steht er längst drüber. Zumindest sind ihm harte Drogen nicht unbekannt. So, nochmal mit Mickey reden.
Okay. Moment! Moment! Ich komme schon! Geschafft! Mensch, Karl, da bist du ja. Wir stehen in den Startlöchern. Es geht gleich los. Du, Tim und Gabi dürft mit im Publikum sitzen. Können wir Mikey denn alleine lassen? Geht nur. Ich bin so müde. Mikey! Nicht einschlafen. So erst ähnlich wissen, sehen ob ich alles richtig oder? Verstanden habe. Also, partout überlässt es dem Zufall, ob und wo auf dem Gelände er seine Drogen für dich hinterlegt. Du nimmst sie fort und hinterlegst das Geld aus deinen letzten Verkäufen an die Schüler. Partout hat mich dazu gezwungen. Ich hatte keine Kohle mehr, da hat er mich zu diesem Deal gezwungen. Außerdem habe ich mich an das Zeug gewöhnt. Wo bekommt partout alles her? Oh, aus irgendeinem Labor im Ausland. Nun zum Quiz. Apotheker. Runde 1. Aufpassen, welcher Buchstabe die meisten richtigen Lösungen bezeichnet. Okay. Runde 2. Die Fehlerzahl im Suchbild merken. Runde 3. Ein Rätsel lösen. Die Kombination aus allen drei Hinweisen verrät das Versteck. Okay. Korrekt? Ja, ja. Partout hustet nach der zweiten Runde, wenn alles rund läuft. Wenn nicht, findet der Deal nicht statt. Oh Mann, wie lange willst du hier noch rumlabern? Okay. Das war's schon. Gute Besserung, Mikey. Let's go. Schlaf dich aus. Jetzt muss TKKG ins Quizstudio. Ich das hier noch? Endlich ist es soweit. Okay. Während seine Freunde im Publikum Platz genommen haben, muss sich Karl als Quizkandidat behaupten. Und da läutet Patrick Partout schon die Raterunden für den Tageskandidaten ein. Frisch gefragt ist halt gewonnen und gewagt Patrick Partout. Seine Outfits sind versponnen. Kandidaten, alle raten. Er und sie und wir und du. Okay. Herzlich willkommen, Karl Vierstein. Guten Abend, Herr Partout. Ich sehe, du bist aufgeregt. Da kann ich dir nur sagen, Karl, dazu hast du allen Grund. Ich möchte die Gelegenheit nutzen und meine Freunde Tim, Klößchen und Gabi grüßen, die im Publikum sitzen. Und natürlich alle Schüler und Lehrer meines Internats, die mir die Daumen drücken, sowie meine Eltern. Stopp! Wir sind doch nicht bei der Oscar-Verleihung. Ich bin ein großer Fan von Patrick Partout. Karl geht in die 9. Klasse und hat die Ehre, als erster Schüler um den Tagespreis zu spielen. Ein Gruppenticket für Snappyland! Den ultimativen Vergnügungspark. Aber bis dahin sind noch ein paar Hürden zu meistern. Du solltest keinen Fehler machen, Karl. Und los geht's mit Runde 1. 10 Fragen, 10 Chancen, 10 Risiken. Überleg gut und wähl die richtige Antwort. Wie viele Beine haben Insekten? Da haben wir zunächst nicht unterschiedlich A, 6, Scheiße. Gefolgt von B, 6 oder 8, 8 sowie C, A. 4 und last but not least, D, 2. 6, ne? Nur Spinnen haben 8. Das stimmt auffallend. Okay, ihr zählt mit, wie viele Buchstaben wir. Das kann ich jetzt nicht noch nebenbei machen. Dass sie 6 Beine haben. Mal sehen, ob du auch die nächste Frage knackst. Welches Vitamin in Zitronen C? Stärkt die Abwehrkräfte? Ist also, es Antwort meint ihr B A, oder meint ihr Vitamin B Vitamin oder C? A, Antwort B. Antwort Vitamin B, ne? C, Antwort C. Vitamin D oder Antwort D? D, C, B meine ich, Vitamin B, also C. Zitrusfrüchte, Vitamin Bist C. Bist du dir da ganz sicher? Ja, und mit Recht! Sagt ihr alle Vitamin B, ey, ihr seid echt schlecht im Chat. Vitamin C, natürlich. Und weiter geht's.
Peking. Wenn Sportler verbotene Anregungsmittel benutzen, nennt man das? Erste Antwort A. Smoking. Zweite Antwort B. Peking. Dritte Antwort C. Doping. Vierte Antwort D. Drinking. Anregungsmittel. Ich sage nur Super Karl! Doping trifft den Nagel auf den Kopf. Der Peking-Skandal um Jan Ullrich, ja, man kennt's. Weil es so schön war, schieben wir gleich eine Frage nach. Das haben wir alles. Ja, Märchen ist natürlich meins. Woran stach sich Dornröschen im Märchen der Gebrüder Grimm? Da haben wir zunächst A. Schwert. Gefolgt von B. Schere. Sowie C. Spindel. Und last but not least, D. Rose. Richtig! Die Spindel war es, worauf Dornröschen sanft entschlummerte. Die Rosen rankten sie später empor. Der Prinz kam mit seinem Schwert und die Schere, die hat hier schon gar nichts zu suchen. Okay. Und weil es so schön war, schieben wir gleich eine Frage nach. Rost. Was entsteht, wenn Eisen Rost oder Zucker? Oxidiert? Ist es Antwort A, Rost, Antwort B, Pfeffer, Antwort C, Stärke oder Antwort D, Zucker? Kann ja, obwohl, das wenn du denkst, stimmen? Dass du das irgendwie als Siebenjähriger spielst, dann ist das vielleicht auch schon aber gar nicht so einfach, ja! Oder? Wenn Eisen oxidiert, so, was haben wir? Zweimal A, zweimal C. Es. Mal sehen, ob du auch die nächste Frage knackst. Alter, wie viele sind das denn? Wo werden alljährlich Oscars verliehen? Also manche verliehen? Fragen sind auch... A, wie, ach du meine Güte! Lautet in Bigfoot, B wie bitte was soll das, bietet in Sherwood, C wie clever was, meint in Fast Food, D wie das soll's gewesen sein, behauptet in Hollywood. Tja, das sieht mir ganz danach aus, als würde es richtig sein. Wenn es um Filme geht, kommt natürlich nur Hollywood in Frage. Kommen wir also zur nächsten Frage. Gut, das haben wir jetzt natürlich, das wissen wir jetzt auch durch die Was Spinne. Was ist ein Heimchen? A wie, ach du meine Güte, lautet ein Mäuschen. B wie, bitte was soll das? Oder ich. Eine ich bin auch ein Heimchen. C, wie clever, was? Meint eine Grille. D, wie das soll's gewesen sein? Behauptet ein Synonym ein für einen Nesthocker. Kann das stimmen? Aber ja, C ja! Bisher am meisten, ne? Ein Heimchen ist tatsächlich eine Grille. Und weiter geht's. Gut. Wie lautete einst also der die Rufname der österreichischen Kaiserin Elisabeth? A. Elli. B. Sissi. C. Betty. D. Lissi. Das stimmt auffallend. Wer kennt sie nicht? Die berühmten Sissi-Filme. Bravo! Und weiter geht's. Es geht ja noch 2 Stunden. In welchem Land wird kein Kakao angebaut? A. Brasilien. B. Elfenbeinküste. C. Island. D. Malaysia.
würde jetzt mal Island nehmen, ne? Wenn ihr mir dazu stimmt. Oder gibt's einen isländischen Kakao? Ich sage nur... Super Karl! Klar, bei Eis und Schnee will kein Kakao gedeihen. Mal sehen, ob du auch die nächste Frage knackst. Ach du Schande! Wie nannten Indianer ihr Gericht aus zerstoßenem Bisonfleisch? Was? Ah, wie? Bitte schnell ach du googeln. Meine Güte! Lautet Papose. B wie bitte was soll das? Bietet Pelikan? Tomahawk. C wie clever was? Meint Mokassin. Also B und C wie ja nicht. Das soll's gewesen sein? Behauptet Pemmikan. B und C ist raus. Papose hab ich noch nie gehört. Karl, einwandfrei. Pemmikan bezeichnet eine Fleischpastete, die an der Luft getrocknet und also gemahlen wurde. Also das als Kind zu wissen. Dann mischte man noch Talg und Beeren unter. Wegen des hohen Proteingehalts diente Pemmikan den Indianern als Winternahrung, da die Pastete bei richtiger Lagerung monatelang genießbar blieb. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn! Okay, aber wie sieht's aus? Was haben wir am meisten? Du hast die 10, erste ne? Runde glänzend überstanden! Super, Karl! Weiter so, du packst es! C ist es, Juhu. Ja. 4x C, okay. Alles klar, so, weiter geht's. Puh. Vergleiche das linke mit dem rechten Bild. Das rechte weist ein paar Unterschiede auf. Siehst du sie? Schau genau hin. Du hast nur eine Antwort. Wie was? 7 Unterschiede. Ach du Scheiße. Okay, 1, 2, 3, 4, 4? Da seht ihr noch was? Kabelhaken? Wo Kabelhaken? Ich sehe 4. Haken von rechts. Fünf. Dritte Haken von rechts. Ah, hier fehlt noch einer. Ja. Okay, dann haben wir 5. Seht ihr mehr als 5? Ich glaube, die meisten sehen 5, ne? 3 Unterschied. 2 Unterschied. 1 Unterschied. 9 Unterschied. 4 Unterschiede. 5 Unterschiede. Es sind tatsächlich 5. Unterschiede. Jo, Karl, wir haben's. Vierstein, du hast auch die zweite Runde gepackt. Go, Karl, go. Parier partout bon mot. Go, Karl, go. Parier partout bon mot. Was ist das denn für ein Spruch? So rufen doch nur Chili. Juhu. Dieser Kandidat liebt sauerlich Schokolade. Kauft sie euch. Du lässt aber auch... Die will man im Publikum haben. Hey, es wird ja ganz dunkel. Und nun, Karl Vierstein, das Rätsel. Ach du Scheiße, okay. Das Husten. Wie meinte Mikey noch? Ja, das war wenn gut. Er nach der zweiten Runde hustet, geht er dir klar. Verzeihung, aber so geht mir das immer bei all dem... Okay, sehr gut. Husten ist gut. Husten ist gut. Trockenes Wissen. Und hier nun das Rätsel für Karl Vierstein. Was bin ich? Ich hab eine Nadel und nähe doch nicht. Ein Arm hält sich gerade, der andere ein wirbelnder Wicht. Frevel wär's, gingst du mir auf den Trichter. Gut aufgelegt heißt es, wer singt da? Grammophon, was ja. Spricht er? Plattenspieler.
Ich bin schon sehr alt, drum dies ist mein Wille. Hilf mir hinauf und ich finde die Rille. Na, was bin ich? Wenn du willst, wiederhole ich das Rätsel für dich. Wenn du dir ganz sicher bist, dann nenn mir die Lösung. Du hast 20 Sekunden Zeit, um die richtige Antwort zu finden. Eine Wasserpumpe, eine Waschmaschine, ein Siphon, ein einarmiger Bandit, ein Wäschetrockner, ein Radio, eine Fahrradpumpe, ein Grammophon. Natürlich! Es war das Grammophon! Gut gemacht, mein Junge. Das beweist, unsere die Drogen sind im Grammophon? Ist nicht auf den Kopf gefallen. Bei der Taube? Ja! Kaliber hoch! Jetzt hat er es aber eingezahlt. Wenn da nachher so eine Drogentaube drin ist, also... An. Dieser entrückte Blick. Die Übergabe wird stattfinden. Und wir wissen auch wo. Damit geht das Gruppenticket für den Vergnügungspark Snappyland an Karl Vierstein. In der Taube. Herzlichen Gliegler Glückwunsch. Ich kann's noch super nicht Karl. Fassen. Dieser Abend war eine Sternstunde für Karl. Seitdem wissen unsere Detektive, wo Patrick Partout die Drogen für Mikey hinterlegt. Jetzt aber Tempo. Damit TKKG ihn noch auf frischer Tat ertappen. So, jetzt schnell. Und nun? Na weiter. Na nun, Herr Partout. Oh, hallo Karl. Ich wusste gar nicht, dass ihr Kinder hier noch herumschleicht. Ja, wir haben uns einsperren lassen. Zeit für eine Leibesvisitation. Hallihallo. Das klingt ja nach Pipa-Polizeiarbeit. Hört mal, Kinder, ich hasse es, angefasst zu werden. Ich versichere euch, ihr werdet nichts finden, was immer diese kleine Scharade hier zu bedeuten hat. Er hat sie bereits nicht mehr. Der hat sie sowieso nicht alle. Dann sehen wir mal nach. Hey, was soll das? Na also, aha! Er hat die Drogen hinterlegt. Wir haben sie erwischt, Partout. Mikey wird gegen sie aussagen. Dafür werden wir sorgen. So? Ihr seid richtigen, keine erwachsenen Zeugen. Die Drogen könnte wer weiß wer hier gelassen haben. Vielleicht Mikey? Ich könnte den Jungen einfach so ans Messer liefern. Was? Es wird Zeit, das Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Vielleicht ist es am besten, es gibt überhaupt keine Zeugen. Ach du Scheiße. Was zum Teufel? Was? Und ob es einen Zeugen gibt? Mich! Du hast die Ehre der Familie besudelt, Partout. Wer sich mit Mikey anlegt, der legt sich auch mit mir an. Bravo, Herr Heberlein. Jetzt ist Partout geliefert. Wir nehmen Partouts Handy und rufen die Polizei. Ja, es wird Zeit, dass Partout der Prozess gemacht wird. Ihm droht eine lange Haft. Vor allem, wenn er nicht ausplaudert, in welchem Labor seine Drogen hergestellt wurden. Ich hätte es nicht erwartet. Können. Hüten Sie sich vor Kindern. Sag bitte jetzt noch, wo das die Taube ist. Meine Wahrsagerin gleich beim ersten Mal erkannt, als sie mir aus der Hand las. Nein! Ich hätte nie gedacht, dass uns ausgerechnet Heberlein aus der Patsche helfen würde. Was für ein Stunt. Partout hat erst die Socken ausgezogen. Jetzt heißt es mal für ihn, frisch gefragt. Oh Mann! Nämlich beim Polizeiverhör. Ich habe alles meinem Vater erzählt. Der saß seit 3 Tagen dahinter. Erst gab es einen gewaltigen Ärger, weil ich mich ihm nicht anvertraut hatte. Aber dank unseres Erfolges war seine Wut schnell verraucht. Er weiß, dass ich keine Drogen nehme. Sag mal, Klößchen, was ist nun mit Mikey? Hat er auf meinen Vater gehört? Meine Eltern platzten gerade ins Zimmer, als dein Vater im Streifenwagen vorfuhr. Mein alter Herr musste ein paar Mal schlucken, bis er verstand, wie es dazu kommen konnte, dass ein Junkie in meinem Bett liegt. Die waren zum schon Glück wieder hatte repariert. Er gute Laune, weil seine Reise erfolgreich war. Und weiter? Wo ist Mikey jetzt? Da Mikey als Grund für den Zoff mit seinen Eltern immer wieder die Spinne anführte, habe ich ihm vorgeschlagen, Jumpy erstmal bei mir zu lassen. Die polizeilichen Untersuchungen sind gerade angelaufen. Da ist es gut, dass Mikey zu seinen Eltern zurückgegangen ist und er einen festen Wohnsitz hat. Moment mal, Klößchen.
Deine Mutter ist einverstanden, dass du dir eine Spinne hältst? Tja, alles Taktik. Ich habe erzählt, dass ich in Liebe macht Laune mitspielen würde. Willst du das wirklich machen? Nein, Soapstars dürfen ohne Erlaubnis nicht mal zum Friseur. Außerdem müsste ich sehr schnell sehr viel abnehmen. Die wollten aus Klößchen ein Röschen machen. Jedenfalls war das meinen Eltern suspekt. Okay, habe ich gesagt. Euch zuliebe verzichte ich auf die Karriere. Aber mich um Maikis Spinne zu kümmern, nein, das dürft ihr mir nicht verwehren. Du Schlawiner, du hast geschauspielert. Man könnte es auch Erpressung nennen. Kommt Maiki von den Drogen los? Mein Vater meint, dass Maiki eine Therapie machen wird. Und Sissy sagt, seine wahren Fans werden hinter ihm stehen und ihm die nötige Kraft zum Durchhalten geben. Das soll aber nicht heißen, dass du und Maiki ab jetzt enge Freunde seid. Oder wolltest du ihn dabei haben, wenn wir alle mit Karl nach Snappyland fahren? Aber Tim, ich liebe doch nur dich. Sollen wir uns verdrücken? Du weißt schon. Genau. Liebe macht Laune. Und so haben Tim, Karl, Klößchen und Gabi ihren Fall Film ab mit deiner Hilfe erfolgreich abgeschlossen. Leute, was war das? Adele! Also ich muss sagen, also irgendwie gefallen mir diese neueren Teile sehr gut. Was ist das denn hier? Das erste Detektivmagazin für junge Spürnasen. Mütze und Co. Hat das jemand von euch gehabt? Das habe ich noch nie gesehen. Ich habe jetzt so richtig Bock, Ecstasy zu nehmen. Oh nein! Oi. Oh Mann. Also ich bin sehr, sehr begeistert von den Synchronsprechern in diesem Teil. Also da haben sie sich aber wirklich die Creme de la Creme rangeholt. Ich muss sagen, ich bin wirklich ein Fan von diesen letzten zwei. Von diesen letzten zwei Teilen. Also die neuen Teile, die Trashigkeit steigt. Und das mag ich aber. Das finde ich ja gut. Ach du meine, aber war der jetzt kurz Frage. Warum war der da hinter der Wand am Ende? Also ist das so sein, ist der da öfter hinter der Wand und wartet darauf, dass was passiert? Weil, oder der wusste doch nicht, dass da jetzt, warum nicht? Ja, das ist jetzt so meine einzige Frage, die ich habe. Warum der da hinter der Wand war? Also zwei Fragen hatte ich, warum war der hinter der Wand und wo ist die Scheißtaube? So, das sind diese zwei Fragen, die ich am Ende dieses Spiels hab. Meine Güte, ey. Das war sein einziger Stunt, ja. Oh, der Sessel ist das Büro während der Arbeitszeit und seine Freizeit verbringt er hinter der Wand. Das kann natürlich sein. Oder er ist die Taube, ja. Die Mechanik mit der Karte, dass man zweimal hintereinander mit der gleichen Person zum gleichen Ort muss, ist aber schon dumm. Ja, das finde ich auch. Also, damit man eine zweite Frage stellen kann, das war ja schon bei den ganzen TKKG-Spielen, dass man dann immer noch mal rausgehen muss, noch mal rein und dann die zweite Frage stellen. Ich finde, das könnte man eigentlich weglassen, dass man direkt auch die andere Frage stellen muss, weil ob ich da irgendwie extra noch mal rausgehe und noch mal rein oder das direkt fragen muss, ist ja kein großer Unterschied. Wo ist die verdammte Taube, Lebowski? Meine Güte. Ja, ich konnte gut sitzen, aber ich habe auch viel gelacht. Vielleicht ist das auch noch mal. Ich habe zwischendurch, musste ich mal so ein bisschen mich hier so rumbewegen, aber es ging. Ich muss sagen, ich bin tatsächlich sehr begeistert von diesen neuen TKKG-Sachen. Ihr habt mir schon versprochen, dass die noch trashiger werden, aber das ist irgendwie... Geili! Ich finde es gut, dass man ein bisschen mehr an die Hand genommen wird bei diesen neueren Spielen. Also das hat sehr genervt bei den alten, dass man einfach... Also es hatte ja auch teilweise logisch keinen Sinn, was jetzt der nächste Punkt ist bei den alten Spielen. Wo bekommt man die TKKG-Spiele noch her? Ich habe einige im Internet-Software-Schief.
Archiv gefunden. Und dann müsst ihr mal auf dem Discord die gute Caro fragen. Die hat da irgendwas zusammengehackt, dass man die einfach so auf dem Computer spielen kann, ohne Emulator. Irgendwas hat sie da gemacht. Nicht so ganz verstanden. Juhu! Ach, meine Güte. Ja, was sagt ihr? Im Vergleich zu, falls ihr schon mehr von den TKKG-Spielen gesehen habt, wo würdet ihr das hier einordnen? Die neuen kann man immer ohne Emulator spielen, ist das so? Hier wird nicht juhut. Ja, das ist ein gutes Zitat. 8 von 10. Top 5, Top 3. Ich bin schockiert, wieder mal. Ja, wir machen am Ende, nach allen 16 Spielen, machen wir eine Tierlist. Die alten hatten mehr Charme. Die neuen sind einfach dadurch linearer. Ja, ich weiß gar nicht. Die Dialoge sind immer noch recht interessant. Also ich finde, bei den Dialogen hat man nicht so einen Riesenunterschied jetzt gemerkt. Oberes Mittelfeld. Vermisse die alte Karte. 16 Stück, das überlebt man nicht. Naja, wir haben jetzt schon 11 geschafft. Das hier war der 11. Moderator war nervig. Mir hat jemand mit Akzent gefehlt. Ich dachte am Anfang, hatte ich kurz Angst, als sie meinten, sie macht da ihren Referat über Obdachlose. Weil da gibt es ja schon so manche Running Gags mit Tim bzw. Tarzan und dass der da die immer irgendwie hauen will oder so. Aber dann geht es ja doch nicht in die Richtung. Der Kanadier war natürlich auch super in den anderen Teilen. Aber wirklich krass für Teil 11, dann plötzlich solche Synchronsprechergrößen daran zu holen. Das ist schon nicht schlecht. Also, ja, ich hatte auf jeden Fall Spaß. Also, hat man vielleicht auch gemerkt. Ich hatte Spaß mit dem Teil und mit dem davor auch. Oh, das wird schwierig am Ende mit der Tierlist. Das wird schwierig. Ja, wahrscheinlich waren sie 2003 noch vollkommen unbekannt, diese Synchronsprecher. Und durch TKKG Teil 11 sind sie dann richtig bekannt geworden. Ich werde mal gucken, wie viele TKKG-Teile ich noch hinbekomme jetzt so in den nächsten Wochen. Ich weiß nicht, jetzt haben wir ja noch 5 Stück. Puh, weiß ich nicht, ob ich die noch alle schaffe. Aber es macht natürlich auch 5000 Mal mehr Spaß, das zu spielen, wenn der Chat noch mit dabei ist und irgendwelche Witze die ganze Zeit droppt. Als wenn man da irgendwie das alleine so im stillen Kämmerlein spielt oder sie anguckt. Dann gibt es wieder Dingo. Ja, das nämlich auch. Das haben wir ja auch noch. Das müssen wir eigentlich auch demnächst nochmal ein Dingo machen. Muss alle 5 vorproduzieren? Nee, TKKG würde ich immer nur mit Chat machen, glaube ich. Also wenn ich das jetzt alleine spiele, ist es, glaube ich, irgendwie ein bisschen lame. Also TKKG ist bei mir jetzt mittlerweile so stark mit dem Chat verbunden. Ja, das würde ich, glaube ich, nicht alleine aufnehmen. So. 4 Stunden. Caro hatte dazu geschrieben, der Teil dauert 4 Stunden und war perfekt geschätzt. Sehr gut. Ja, ich gucke jetzt mal. Also es kann natürlich auch sein, dass in den nächsten Wochen, dass ich denke, ich habe mega viel Zeit während dieser Mutterschutzzeit. Weiß ich auch noch nicht, wie das so wird, gesundheitlich und alles. Vielleicht kriege ich ja da doch noch ein paar Streams hin. Muss jetzt mal gucken. Ja, deswegen. Also es gibt im Moment keinen festen Sendetermin, weil ich ein bisschen gucken muss, wie das gesundheitlich jetzt so aussieht in den nächsten Wochen. Aber was ich euch sagen kann, was haben wir denn heute? Samstag. Nächste Woche werde ich auf jeden Fall erstmal meine letzte Rocket Beans Sendung machen, hoffentlich. Und das ist am Freitag, ist ja der 9. Geburtstag
von Rocket Beans. Und da werden wir ein uns das Jahresbest-of 2023, was ich gerade schneide, zu viert angucken und darauf reagieren. Das wird wahrscheinlich auch erstmal die letzte Show sein, wo ich bei Rocket Beans mitmache für die nächste Zeit. Ja, und Biestmilch werde ich jetzt gleich noch googeln. Und der Geburtstag wird sehr lustig. Es wurde noch nicht so gesagt, was gemacht wird, oder? Jetzt immer noch nicht. Das Best-of werden wahrscheinlich schauen. Nils, Colin, Florentin und ich. Ich steuere das am besten auch ein bisschen. Weil kann ich besser sehen, wann kann ich mal Pause machen oder was dazu sagen. Beim Geburtstag selber bin ich dann nicht mehr dabei, also ab 20 Uhr. Aber davor, bei dem Best-of gucken, bin ich hoffentlich, hoffentlich klappt das. Na, wurde noch nicht so viel zu gesagt, ne? Na gut, aber wird, glaube ich, lustig. Ich werde mir das dann auch noch vor Ort von Rocket Beans aus, da gibt es so ein kleines Team-Viewing-Event, wo dann alle zusammenkommen, sich den Geburtstag angucken, also die halt nicht vor der Kamera dabei sind. Und da werde ich schön mitgucken. Und danach Dosenbeats, ja, da werde ich natürlich updancen, das ist klar. Ne, da werde ich schön schnell abhauen. So, okay. So, so ist denn jetzt hier noch. Oh ja, Nilis Apartment Cup ist nämlich auch noch. Ich weiß nicht, ob ihr da guckt, aber es ist jetzt heute Halbfinale, glaube ich. Ich muss gleich zum einen Biestmilch googeln und noch Nilis Apartment Cup gucken dabei. Das werde ich jetzt machen. Da schicke ich euch mal hin. Falls ihr euch für Age of Empires interessiert, da findet ein tolles Turnier statt. Hat der sehr, sehr schön organisiert. Also finde von allen Nidis Apartment Cups, ich glaube, das ist jetzt Nummer 5, finde ich den hier bisher am besten organisiert von allem drumherum. Also sehr, sehr, sehr cool gemacht. So, warte mal, klappt das? Ja. Adele, wie hat es denn nochmal gesagt? Adele! Also falls ihr euch für Strategiespiele und Age of Empires interessiert, dann ist Nidis Apartment Cup auf jeden Fall was für euch. Das sind die besten Age of Empires Spieler von der ganzen Welt versammelt und spielen gerade das Halbfinale. Könnt ihr gerne mal reingucken. Und ich schau mal, wann wir uns das nächste Mal wiedersehen. Irgendwann nächste Woche. Auf jeden Fall behaltet euch im Kopf Freitagabend mit dem Geburtstag auf Rocket Beans. Und habt noch, Donny macht mit, ja. Und habt noch ein schönes Wochenende. Bis bald. Macht's gut. Und ciao.